Die Geschenke sind hier sehr praktisch, wie man sieht. Nicht, dass man die eines Tages bei der Zentralbank, falls sie noch gibt, eintauschen kann oder beim Bauern gegen die gesamte Farm, sondern man kann damit auch zuschlagen und ziemlich kräftig. Ist nämlich sehr schwer, das Ding also als Schlagwaffe hervorragend zu gebrauchen. Ich sehe schon, ich bin unter anderem auch deswegen hier raufgekommen, weil bei uns da unten in Zentralschweiz war minus 8 Grad und hier ist plus 8 Grad. Und das ist natürlich ein enormes Motiv, jedenfalls für mich. Die haben da unten seit 6 Wochen geschlossene Schneedecke und die Vögel verhungern alle. Und hier geht es den Menschen und Vögeln relativ gut. Also das ist schon ein Grund, hier raufzukommen. Also das müssen wir schon sehen. Übrigens, alle fragen sich immer, wie das kommt, dass sich dieses System, so kaputt wie es ist, so lange halten kann. Die arbeiten ja mit drei Methoden. Erstens mit der Angst über alles Mögliche, über Klima und endlos die Liste. Leute werden immer verängstigt. Mit einer verängstigten Bevölkerung kannst du ja alles machen, was du willst. Das ist wie Wachs. Und das Zweite ist mit unendlich viel Geld. Sie stellen es her und bezahlen keine Steuern. Sie müssen nur gucken, wer keine Steuern bezahlt. Im Prinzip gehört dazu. Wie Brüssel zum Beispiel. Die haben seit 1952 Steuerfreiheit. Und zwar sämtliche Steuern, nicht nur Einkommensteuer, alle, die es überhaupt gibt. Deutschland hat 241 Steuerarten und die werden für Brüssel oder wer auch dazugehört, nicht erhoben. Wichtigste ist die Mineralölsteuer. Ich weiß das von Eltern, von Studenten von mir. Die gehen am Jahresende hin und sagen, ich habe jetzt für 30.000 Euro im Jahr getankt. Das kann natürlich nicht sein. Da müssen sie 20 Mal um Äquator gefahren sein und so groß ist Brüssel nicht. Aber macht nichts, wird nicht gefragt. Und dann kriegen die dann 75% oder was die Mineralölsteuer ist, in bar, wie das hier bei euch so schön heißt, bar auf die Kralle. Unterschreiben das und kriegen das bar ausgezahlt. Und so ist es mit allen Steuern. Die haben weder Hundesteuer, noch Seifensteuer, noch Kerzensteuer, noch Bräunungssteuer, noch Stuhlsteuer, noch Blaulichtsteuer, die es jetzt schon gibt und so weiter. Nichts, gar nichts. Also wenn Sie wissen, dass so jemand was macht, gehört er zum System. Und das Dritte ist, womit Sie regieren, ist Desinformation. Sie kriegen die wahnwitzigsten Sachen erzählt und wenn Sie ein bisschen anfangen nachzudenken, dann sagen Sie meinen berühmten Spruch, das kann nicht sein. Und wenn Sie so weit sind, dass Sie das sagen können, haben Sie schon, das ist die halbe Miete, haben Sie schon gewonnen. Weil die meiste Furcht haben die heute dran sind, die herrschende Politelite, vor Leuten, die anfangen nachzudenken. Und das, würde ich sagen, ist höchstens noch ein 0,5% der Bevölkerung. Der Rest denkt nur Vorgedachtes und Vorgekautes nach dem Motto, ich hab's doch im Fernsehen gesehen. Ja, das ist schon wahr. Im Fernsehen wurde also gezeigt, das Gras ist ab sofort rot. Und wenn wir das lange genug wiederholen, dann glauben das die Leute. Die größte Lüge wird zur Scheinwahrheit, wenn es oft genug wiederholt wird. Und Sie müssen mal sehen, wie wir behämmert werden, wenn Sie darauf achten. Jetzt war Obongo Obamas Popularität war vor der Wahl auf dem absoluten Tiefpunkt. Also mussten sie die Bin Laden-Geschichte wieder ausgraben. Wo wurde er gefunden? Die mich gern wissen schon. In seinem Haus. Auf die Idee ist kein Schwein gekommen. Das musst du dir mal vorstellen. Er kam vom Supermarkt gerade. Also das zum Beispiel, das sind alles nur gezielte Mumpitz. Alles, was darüber an Beweisen besteht, ist die Behauptung eines einzigen Menschen. Der ist ein bisschen dunkel angelaufen und ist jetzt zum zweiten Mal gewählt worden. Das ist alles. Er behauptet, dass eine seiner Spezialeinheiten dieses getan hätte. Man hat ihn anschließend, der kam gerade vom Supermarkt, war weder ein Hund im Haus, noch eine Frau, noch ein Wächter, nichts, gar nichts. Der war schon seit 10 Jahren in seinem Haus. Und irgendwie hat man, ich weiß auch nicht, wie der das so ausgehalten hat. Hat ab und zu mal Käse aus der Schweiz bestellt, das ist gar nicht aufgefallen irgendwie mit Devisen und sowas. Jedenfalls wurde er angeblich frikassiert und im Meer verstreut. Aber seine Anhänger haben jetzt die paar Teile von ihm rausgefischt und der wird jetzt unterirdisch geklont. Also demnächst werden wir Zehntausende, Hunderttausende von denen wieder neu erstanden haben, die aus den Höhlen des Hindukusch quellen werden. Davor haben die Herrschenden ein bisschen Angst, aber es ist ja nicht so schlimm. Also es gibt weder einen Film, noch einen Beweis, noch ein Foto, noch irgendwas, ein Zeugen, nicht mal der pakistanische Geheimdienst hat das gemacht. Also wenn Sie solche Sachen sehen, dann wissen Sie, woher das stammt. Und jetzt hat der Hosenanzug, hat gerade gestern, habe ich gehört, oder vorgestern,
hat irgend so eine große Geschichte gemacht, die ist irgendwo hin und hat sich mit Gold fotografieren lassen. In London oder in New York oder irgendwo. Wo war es? In? Ach, ich dachte, es wäre der Hosenanzug gewesen. Noch schlimmer, ja, ist richtig. Aber das ist alles das Gleiche. Die sehen für mich alle gleich aus. Nur die eine hat einen Hut und die andere nicht. Und die eine steckt in so einem sackförmigen Gewand und die andere hat etwas an, wo ich, was anscheinend sehr teuer aussieht, was man nur einmal anzieht und dann wird es irgendwie versteigert anschließend. Einzelne Goldbarren sogar handgenommen. Ja, das sind die vom Aldi. Das sind im Grunde Eichenholzklötze, weil die hat gar nicht die Kraft, so einen Goldbarren zu halten, physisch. Also ist das Eichenholz und beim Aldi gibt es zu Weihnachten dieses Goldpapier. Das sieht wirklich echt aus. Das hat man geschickt drüber gezogen. Wenn man es hochhebt, sieht man unten die Klebestreifen dran. Aber das hochgehoben wurde es nicht und gezeigt. Das musste gemacht werden, weil jetzt überall Forderungen nach den Goldrückführungen auftreten, in allen möglichen Ländern. Das wird immer stärker. Und um dem ein bisschen vorzubeugen, wurde die in Szene gesetzt, damit die Leute sagen, ja, wenn die Queen das schon sagt, ist ja alles sicher und wunderbar. Es wird trotzdem rauskommen eines Tages. Und wenn das rauskommt und passiert, und das wird passieren, wenn sich Gold verhundertfach hat im Preis oder sowas derartiges, dann wird die Volkswut keine Grenzen kennen. Und ich weiß nicht, was dann passiert, wo die Queen dann noch hin kann. Vielleicht zum Südpol oder ich keine Ahnung. Es gibt auch kleine Länder, wo man vielleicht noch rein kann oder sowas. Also irgendwann passiert das. Das heißt, wo ist denn nun das berühmte Gold? Alles längst weg, aber das sind jetzt andere Themen. Ja, übrigens noch mal vielen Dank, für, dass ihr alle hierher gekommen seid, zum Beispiel. Damit gehört ihr schon gewissermaßen ein bisschen zur künftigen Elite, weil ihr fangt an nachzudenken. Das reicht schon. Denken Sie, der Rest der Masse will davon gar nichts hören. Die werden fuchsteufelswild, wenn er mit sowas anfängt. Wir sind dann alles Verschwörungstheoretiker und Schlimmeres. Die Sache mit den zwei Schweinen, erinnert ihr euch dran? Ja, ein paar Leute wissen das noch, aber ich muss Rücksicht nehmen auf die es noch nicht kennen. Das ist ein typisches Beispiel. Große Schweineschzuchtanstalt, zwei Schweine stehen vor dem Trog. Einen Druck und fressen wie verrückt, dass es ihnen schon fast zum Ohren raus spritzt, schon seit Stunden. Und da sieht das eine Schwein durch die Gitter, dass draußen ein Lastwagen vorfährt. 85 Schweine werden aufgeladen und fahren weg. Und vermutlich nicht zur Erholung oder so. Das ist also schon nicht zu sagen. Das sagt dieses, hört das rechte Schwein auf zu fressen und sagt zum linken, ich habe ein verdammt ungutes Gefühl. Sagt die, wieso, friss weiter, quatsch nicht rum. Und dann sagt es, nee, sagt, guck mal da raus, was da gerade passiert. Und demnächst holen sie uns ab, und auch mit 84 oder 83 anderen Schweinen, auf den gleichen Lastwagen, und dann passieren da schreckliche Sachen. Die Ohren kriegen dann die Hunde, wenn sie getrocknet sind, als Futter, das kann man ja so kaufen im Tiershop, und mit schauerlicher Einzelheit, wir werden da aufgeschlitzt, und da gibt es Leberwurst und Blutwurst und alles mögliche Zeug, also so in schrecklichen Einzelheiten ergeht sich dieses Schwein für eine Weile. Und bis es dem linken Schwein zu viel wird und sagt, hör endlich auf mit deinen verdammten Verschwörungstheorien und friss weiter. Das ist typisch für unsere Zeit. Ne? Also die Leute wollen es nicht hören, wenn du irgendwas sagst. Dann müssen sie eben durch diese Erfahrung, sie wissen ja, drei Arten gibt es, klug zu handeln, wie die alten Chinesen sagen, erstens durch Nachahmen. Das sollten wir, denn die Elite kauft heimlich Gold und Silber wie verrückt. Und in Wirklichkeit sagen sie was ganz anderes. Wie es bei Heine heißt, die Herren, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser. Das ist genau das. Und ein Grund der Preismanipulation, der Drückung, ist der, dass die Elite sich möglichst günstig eindecken kann. Das sollten wir auch machen. Je mehr die Preise gedrückt werden und fallen, ich reiße dann nachts das Fenster auf, wenn ich noch Kraft genug habe, und brüllere in die Dunkelheit, danke, danke, und mache ich das Fenster wieder zu. Dann habe ich mit meinen 120 Euro, die ich noch aufbringen kann, kaufe ich dann wieder ein bisschen Silber zu diesem lächerlichen Preis. Ich sollte das genauso machen. Lasst euch nicht täuschen von diesem ganzen Kram. Alle Metalle haben eine endliche Zeit auf diesem Planeten. Das Schlimmste ist Rhenium. Es hat noch maximal 5 Jahre. Da gibt es kein Rhenium mehr auf dieser Erde. Ende aus, Mickey Maus, das war's. Und das nächste ist paradoxerweise Silber. Und die Zahlen, die ich sehe von den berühmtesten Instituten der Welt, sind, also vorgestern habe ich eins gesehen, 8 Jahre behaupten die. Na gut, ist vielleicht ein bisschen kurz. Einer sagt 12, eine andere Studie sagt 14 und eine ganz schlimme sagt 17 Jahre. Dann ist es vorbei. In, sagen wir mal 12 Jahre oder irgend so. Lass es 15 Jahre sein, das spielt ja keine Rolle.
ist der Planet ausgeplündert. Es gibt kein Silber mehr. Vorbei. Das war's. Und jetzt, wenn ihr was habt, hebt's auf und wartet. Selbst 15 Jahre, was sind denn 15 Jahre? Gar nichts. Da seid ihr gerade aus den Windeln sozusagen, wenn das losgeht. Und eure Kinder und Enkel, die fangen erstmal an rumzuwimmeln. Also wenn es nichts mehr gibt und Silber wird jetzt zum Beispiel, hat 42.000 Anwendungen im Augenblick in der Industrie und jeden Tag kommen 10 weitere hinzu. Jeden Tag. Also ohne Silber läuft nichts mehr. Das geht nicht. Genau wie mit seltenen Erden. Wenn China den Hahn dicht macht, bleibt die westliche Industrie innerhalb von 6 Wochen stehen. Sogar die Schweiz. Das, ohne diese beiden Dinge läuft nichts. Genauso wenig wie ohne Öl im Moment. Auch das geht nicht. Es geht schon, aber ich meine, ohne seltene Erden und Silber können Sie ein Handy machen. Das geht noch. Aber das Handy ist 1,30 Meter lang und wiegt 65 Kilo zum Beispiel. Dann bildet sich der sogenannte Beruf des Handyträgers heraus. Reiche Leute. Der hat das auf der Schulter und läuft hinter Ihnen her. Und wenn Sie was wollen, sagen Sie, halt mal, dann hält der andere, tippen Sie oben ein, tipp, 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 tipp. Und dann können Sie mit Brezhnev oder sonst jemandem, wer noch gerade Mode ist, reden. Der ist, glaube ich, nicht mehr dran jetzt im Augenblick. Redet mit dem Hosenanzug, das ist immer gut. Wie heißt das so schön? Der eine ruft seinen Freund an und sagt, geh mal schnell auf Kanal 7 oder so. Da redet das Merkel. Und da sagt er, ja, was ist das Thema? Worüber redet die denn? Und da sagt er, das sagt sie nicht. In diesem Stil, und diese gesamte Politik, ist es nur Täuschung und Lüge. Die hat von allem, was sie versprochen hat, hat sie nichts gehalten, gar nichts. Und trotzdem ist die unvorstellbar populär. 98% ihrer Partei wählen sie und so weiter. Also man kann es fast nicht verstehen. Aber Leute, die getäuscht werden wollen, da gibt es ein lateinisches Sprichwort, ich weiß das noch, Mundus vult decipi, ergo decipiator hieß, das habe ich mir gemerkt, aus dunklen Zeiten. Das heißt, die Welt will betrogen sein, also werde sie betrogen, zum Beispiel. Und das läuft jetzt. Und die Menschen wollen nicht, die wollen nichts Unangenehmes hören, gar nichts zu machen. Das ist eben so. Und auch die allerprimitivsten Sachen, wir haben gerade drüber gesprochen, die einfachsten wirtschaftlichen Gesetze, die allerprimitivsten, die es gibt, da gibt es eine ganze Reihe. Ich habe sie irgendwo da drin, aber später werden wir keine Zeit mehr haben. Das erste ist, du kannst auf Dauer nicht mehr ausgeben, als was du einnimmst. Das weiß ein zweijähriges Kind. Das kann auf Dauer nicht mehr Milch oder sonst was schlucken, als was da irgendwie draußen reinkommt, was die Mutter oder so jemand anschleppt. Das geht einfach nicht. Eine Weile geht das schon, das kannst du schon machen. Eine Einzelperson, bevor die pleite ist, das dauert vielleicht ein paar Monate. Bei einer Firma geht es vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und bei einem großen Konzern geht es vielleicht 5 Jahre oder 10 Jahre. Und bei Staaten geht es vielleicht 20, 30 Jahre oder länger. Aber alle sind sie endlich. Irgendwann hört es auf. Eines Tages kommt der Tag der Abrechnung, da sagt derjenige, der ihm das geliehen hat, jetzt ist Schluss. Jetzt wird es zurückgezahlt oder irgendwas passiert. Und jede Schuld auf der Welt, die es gibt, muss beglichen werden. Jeder. Wenn es der Schuldner nicht kann, dann müssen es seine Angehörigen. Wenn die es nicht können, dann müssen es vielleicht die Steuerzahler. Und wenn es die es nicht können, dann müssen es die nachfolgenden Generationen. Irgendjemand begleicht es. Oder der Gläubiger muss es selber bezahlen, wenn gar nichts mehr reinkommt. Dann trägt er das. Jede Schuld muss beglichen werden. 100%. Da gibt es kein Vertun. Und auch diese, die jetzt aufgetürmt sind, ja gut, Deutschland hat nicht viel, weil es knapp, es geht jetzt auf die 1/3 Billion zu, das ist doch nichts, so gar nichts. Und Amerika hat, guck mal nach, ich zeige es nachher noch, US Debt Clock, da kannst du sehen, das könnt ihr wahrscheinlich so im Saal sogar anklicken, wenn irgendeiner diese Wundermaschinchen in der Hosentasche hat. Geht drauf, da siehst du die Zahlen alle rennen. Die Amis haben jetzt nur die Bundesstaatsschulden, die verzinslich sind 16,3 Billionen im Augenblick. Und die ungedeckten Verbindlichkeiten, die morgen und übermorgen fällig sind, das wären vor allem Medicare, medizinisches Zeug, Pensionen, Polizisten, Krankenzeug, alles Mögliche, Altersversorgung, Krankenhäuser, also die Summen, die wirklich kommen, die man aber nicht verzinsen muss, die liegen jetzt bei ungefähr 128 Billionen. Und eine Billion ist 1.000 Milliarden. In Englisch heißt das Trillion, unsere Billion. Und zusammen sind das nicht mehr lange, sind wir bei 140 Billionen Dollar, die Schulden. Und das Bruttosozialprodukt in Amerika ist vielleicht,
Das ist natürlich getäuscht und gelogen und manipuliert. Aber sagen wir mal großzügig, ein Zehntel. Also die Amerikaner müssten 10 Jahre arbeiten mit 100% Steuern. Alles, was da ist, wird abgezogen, von jedem und allem. Und nach 10 Jahren könnte man vielleicht auf Null sein. Mit erträglichen Zinssätzen oder Rückzahlungssätzen, die noch gerade die Revolution verhindern. Also wenn jeder mal wegen Steuer bezahlt von 60% oder 70% wie in Schweden oder noch mehr oder 80, dann würde Amerika, also Deutschland brauchte 360 Jahre, Amerika ungefähr 420 Jahre und die Japaner brauchen 990 Jahre, fast ein Jahrtausend, um da wieder zurückzukommen. Ich weiß nicht, ob die Generationen, die in 1000 Jahren leben, bereit sind, das noch zu tragen, was ihre Ureltern mal getan haben. Ich bezweifle das ganz stark. Aber das macht nichts. Also wir sind die Situation ist ausweglos. Das lässt sich mit normalen Mitteln nicht mehr lösen. Es gibt nur drei Möglichkeiten. Entweder Hyperinflation, wie 1923 in Deutschland und vor kurzem in Zimbabwe, wo sie solche Kisten gewogen haben mit gepresstem Geld und dafür hast du 2 Maiskolben gekriegt. Und in Deutschland haben sie solche Geldpacken verheizt in Kachelöfen, weil es billiger war wie Kohle. Oder die offene Staatsbankrott wie 1948, dasselbe, innerhalb von 24 Stunden. In allen Fällen, alle Konten auf Null, alles Bargeld auf Null, alle Pensionen weg auf Null, alle Renten auf Null und was es sonst noch so gab, alles fort, nichts mehr. Das sind die ersten 2 Möglichkeiten. Die dritte, die jetzt ich leider erwarte, ist Krieg. Sie müssen einen Sündenbock und eine Entschuldigung haben, damit sie nicht selbst geschlitzt werden. Sagen, die Bösen so und so sind das. Im Augenblick ist es Al-Qaida. Al-Qaida ist überall. Die sind auch hier im Biedenkopf. Die wühlen schon irgendwo in den Bergen. Ja? Ich habe heute früh verdächtige Bewegungen gesehen, oben in den Wäldern. Das ist Al-Qaida. Die sind schon dran. Im Moment tarnen sie sich, indem sie die Krähen füttern oder sowas, Geld als Tierfreunde. Aber die arbeiten weltweit wie die Irren. Das sind ein paar zerlumpte Gestalten irgendwo, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, es muss immer irgendeinen Bösen geben. Die bösen Kapitalisten, die bösen Kommunisten, die bösen Juden, die bösen Chinesen, die bösen Muslime, die bösen Al-Qaida. Irgendjemand ist immer böse und der ist an allen schuld. Und das wird hier genauso sein. Diesmal wieder, wie immer. Altes Rezept. Gut, wir müssen jetzt ein bisschen was hier mal tun. Das stimmt nicht mehr, es ist ein bisschen veraltet. Es gibt inzwischen, soweit ich weiß, 9 Sprachen, wenn ich mich recht erinnere. Ich kümmere mich da nicht drum, das macht der gute Verleger. Und normalerweise brauche ich für einen Vortrag, 12 Stunden ist die Normalzeit. Und mein Rekord war letzten Januar in Tirol, das waren 15 Stunden. Da hatte ich ehrlich gesagt genug. Da wollte ich nicht mehr. Da herrschte allgemeines Murren und dann bildete sich der harte Kern, das sind so je nachdem, 20 bis 80 Leute, die sind um einen rum. Ich muss mir rotieren wie so ein Murmeltier im Kreis, wenn die Sonne aufgeht und muss ununterbrochen Fragen beantworten. Und auch wenn ich auf die Toilette gehe, gehen 4, 5 Mann hinterher und stehen um mich rum, während ich da stehe. Und was noch nie passiert ist, ist, dass eine Frau mit in die Männertoilette gegangen ist. Das ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. Ich erwarte das noch, aber bis jetzt, wie gesagt, bei mir hat ja der... Der soziale Abstieg hat eben begonnen, Sie sehen das schon. Das ist nicht mehr viel. So, also ein paar Sachen ganz schnell. Wir müssen also, die Zeit, die wir hier haben, ist so, ich kann gerade Vor- und Nachname sagen. Und wenn ich beim Geburtsdatum bin, ist die Zeit schon um. Das ist also, ich glaube, wir haben jetzt heute theoretisch 2 Stunden. Draußen wird es schon dunkel und der Hausmeister wartet schon draußen oder der Blockwart mit der Axt oder was er da hat. Und der kommt dann gleich rein und treibt uns alle mit Stockschlägen oder Axtschlägen hinaus. Ich kann natürlich, stehe ich schon noch zur Verfügung irgendwo. Ich weiß bloß nicht wo. Ich meine, auf der Toilette passt es nicht so gut, da passen wir nicht alle rein. Ich kann auch ein paar Bücher signieren und kann auf Beantworter auf Fragen. Denken Sie dran, sogar eher fragt, ich beantworte alles, das ist egal. Das ist ganz leicht, weil wenn Sie Eheprobleme oder sowas haben oder Partnerschaftsprobleme, der Rat ist universell, kaufen Sie Ihrem Partner Gold und Silber in möglichst großen Mengen, der oder die grinst bis an beide Ohren und das Problem ist gelöst. Ganz einfach. Das ist wirklich schlicht. Also, oder tun Sie es irgendwo hin, wenn Sie es noch nicht kaufen können, dann haben Sie es schon nicht unter der Matratze, da findet es der Partner, aber tun es irgendwo hin, wo es relativ sicher ist. Es gibt gute Verstecke, Klospieldeckel innen drin angeklebt und solches Zeug, da guckt er nicht nach.
Und dann gehen Sie in die Toilette, machen das los und bringen es hin. Und dann alle Probleme für die nächsten 6 bis 8 Wochen sind okay. Also, der Teuro hat bis heute, seit der Einführung vor 10 Jahren, über 60% an Kaufkraft verloren. Gold und Silber haben in der gleichen Zeit das 7- bis 8-fache, je nachdem wie das reicht, gewonnen. Zumindest nominell. Deswegen ist die Frage, was soll ich denn nun machen? Soll ich weiter in Euros ansparen oder soll ich doch ein Gold- und Silbersparkonto machen? Wie gesagt, eine unterleibsamputierte Schlupfwespe beantworte Ihnen das sofort. Wenn sie merkt, dass sie keine Eier mehr legen kann, dann wird sie plötzlich ganz schlau und begreift das. Früher habe ich immer gesagt, gehirnamputierte Wühlratten oder sowas, aber auf dieses hohe Niveau würde ich mich gar nicht mehr begeben. Da genügt ein 2,5-Jähriger, kann Ihnen das beantworten, etwas, was so macht wie die Währungen, das tun sie nämlich, das sehen sie jeden Tag, oder etwas, was so macht wie die Edelmetalle, in was ich da investieren soll. Mehr brauchen Sie gar nicht wissen, jetzt können Sie schon nach Hause gehen, jetzt wissen Sie schon alles. Mehr ist gar nicht notwendig. Machen Sie, investieren Sie in etwas, was so macht und noch dazu steuerfrei. Was wollen Sie denn noch? Vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit, dass wir noch ein paar Sachen wenigstens durchkommen. Naja, da habe ich schon geredet. Allein die amerikanischen Studenten haben jetzt 1.000 Milliarden Schulden. Nur die Studenten Amerikas. 1 Billion, 1.000 Milliarden. Wie sollen die das zurückzahlen? Die Jobs für die werden immer schwieriger zu kriegen. Allein das wird nicht gehen. Und dann ein anderes Problem, was das System mit Sicherheit zu Fall bringen wird, Pensionskassen und Sparer machen alle reale Verluste. Kanada hat bereits 5 bis 7% von allen Pensionen gestrichen. Warum? Es gibt keine Zinsen. Die kriegen 1,4% Zinsen, die Inflation, die echte, ist 8%. Und von den 1,4% bezahlen sie noch ein Drittel Steuern. Also sie werden mit Sicherheit enteignet. Warten sie 8 bis 10 Jahre, dann ist alles fort. Ihr Konto, wo sie jetzt noch einen neuen Golf kriegen mit 25.000 Euro, davon kriegen sie dann noch ein Fahrrad, aber nur ein gebrauchtes und auch schon ein bisschen angerostet, zum Beispiel. Das ist dieser Kaufkraftverlust. Der läuft wirklich, das ist keine Fantasie. Gucken Sie sich selbst an und denken Sie im Moment nach. Und bei Pensionskassen ist das tödlich. Die müssen ja den Leuten, für die sie verantwortlich sind, den Pensionären, etwas auszahlen. Und das können sie immer weniger, weil wo sollen sie denn hin? In was denn? Totaler Anlagenotstand. Ich kenne keine Alternative im Moment, wo sie nicht verlieren, mit Ausnahme von der Edelmetalle. Wenn Sie irgendwas wissen, Immobilien, die sind auf dem Weg nach so. Die Bonds, können Sie vergessen. Das mit 1-2% oder was nach Steuern und Inflation verlieren Sie massiv. Was gibt es denn sonst noch? Alles. Wie bitte? Ach du großer Gott. Ja. Ja, Sie können ja eins machen mit der Lebensversicherung. Machen Sie so, dass Sie lassen sich halt versichern und kaufen sich vorher noch heimlich, machen Sie Jägerprüfung oder sowas. Da können Sie Waffen und Munition noch kaufen, einigermaßen jedenfalls. Legen Sie alle hin und wenn es dann soweit ist, dass Ihre Lebensversicherung auf Null geht, können Sie sich halt noch preisgünstig erschießen. Das kann man schon machen. Es gibt im Moment keine Anlage, außer Edelmetallen, wo Sie nicht verlieren. Das gibt es nicht. Tut mir leid, das ist eben so. Wenn Ihnen was einfällt, sagen Sie mir anschließend, ich wäre heilfroh, wenn mir jemand... Ein was? Nahrungsmittel, ja, das ist ein Problem. Da gehen die Motten und die Würmer dran. Und Sie können natürlich, Sie können es notfalls versiegeln, das geht schon. Aber nach ungefähr ein eingemachter Schweineschinken oder sowas, nach 20 Jahren sieht er grün aus. Auch wenn Sie ihn frieren. Weil das Fett zersetzt sich. Wir haben in der Ostzone gab es die sogenannte russische Kühlhausbutter. Das war Überschussbutter von der EG zu Zeiten der sogenannten Butterberge. Das haben sie den Russen gegeben. Die Herstellung kostete 1,50. Nennen wir es mal Euro, damals gab es noch D-Mark, ist ja egal, damit man nicht verwirrt sein. Das haben die Russen für 5 Cent gekriegt, das haben die Russen nochmal 20 Jahre tief gelagert und dann haben sie es den ostzonalen Leuten gegeben. Da waren natürlich die Krankenhäuser voll anschließend. Und wenn du mit dem Messer, selbst erlebt, über diesen Butterstück gefahren bist, hat das grüne Streifen hinterlassen. Das ist das Aufsparen von Nahrungsmitteln, also das ist so eine Sache. Hammer. Rhabarber. Tabak. Ja, mit dem Tabak sicherlich, klar. Zigaretten, da komme ich ja noch hin. Das Wichtigste, Zigaretten nur. Es ist so, alles das ist nicht unbegrenzt.
Gold und Silber sind ewig. In 100.000 Jahren, selbst im Meerwasser, sind die genau noch so, wie sie jetzt waren. Sie sind ein bisschen verkrustet, weil da vielleicht Muscheln drauf sind. Die kannst du ja abmachen und essen. Aber das wäre nicht das Wichtigste. Das heißt, die sind ihrer Natur nach ewig. Die überleben alles. Sämtliche Systeme, Diktaturen oder sonst irgendwas, spielt alles keine Rolle. Da lachen die Edelmetalle nur. Mit Nahrungsmitteln ist es nicht ganz so. Man hat allerdings Käse gefunden aus irgendwelchen pyramidenähnlichen Geschichten, 2.000-3.000 Jahre alt bei den Ägyptern. Die haben sie mit Diamantsägen, große, mit Diamantsägen durchgesägt und hat den Inhalt Hunden gegeben in kleinen Stücken. Die haben das gefressen und denen ging es anschließend gut. Also, aber ich meine, ich weiß nicht, ob sie so für 3.000 Jahre alten Käse so zu haben sind. Jedenfalls in größeren Mengen für ihre Familie hat das unheimliche Grenzen. Es ist aber richtig, sie haben recht, besser wäre es nicht Nahrung selber, sondern das, was Nahrung produziert, meinetwegen zu kaufen. Da kommen wir noch hin. Am besten vielleicht eine Kleinfarm oder sowas. Aber gibt es nicht staatliche Bestrebungen, Edelmetalle zu versteuern? Ja, nicht nur das, es gab immer staatliche Bestrebungen, Edelmetalle wegzunehmen. Das ist noch schlimmer, das waren sie gar nicht zu versteuern. Aber da gibt es immer. Es gibt Zeiten, in Russland und China stand auf Goldbesitz Todesstrafe zum Beispiel. In Amerika, das berühmte Amerika, das Land der Freiheit, fast ein halbes Jahrhundert stand auf Goldbesitz 10 Jahre Zuchthaus, zum Beispiel mal. Ne? Nicht, war nicht ganz, war ein bisschen weniger, 46 Jahre oder sowas, ist auch egal. Naja, was wir dann machen, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, kommen wir auch zu solchen Themen, aber zunächst mal heißt die Regel, erstmal haben. Dann denken wir weiter nach über staatliche Konfiszierung und so weiter. Es gibt immer einen Weg. Es gibt immer einen Markt. Und wenn es keinen offenen gibt, dann gibt es einen schwarzen Markt oder einen grauen Markt. Wenn Todesstrafe draufsteht, muss man ein bisschen aufpassen mit den Märkten. Das ist nicht so ganz leicht. Aber ansonsten, im schlimmsten Falle, graben Sie es ein oder bringen Sie es so unter, dass es nicht gefunden werden kann mit Detektoren und so weiter. Und warten Sie mal ein bisschen. Keine Krise und kein System dauert ewig. Irgendwann ist es vorbei. Und im schlimmsten Falle lassen Sie es als Familienschatz. Ich habe ja gesagt, in 25 Jahren Goldvorräte der Welt Schluss aus. Wie beim Öl. Alle großen, leichten, tollen und billigen sind alle weg. Bei den Metallen genau wie beim Öl und bei anderen Sachen. Wie gesagt, nach Rhenium kommt Silber. Von allen Metallen, das ist das Zweite, was am ersten ausläuft. Deswegen, ich bin sehr, sehr für Silber. Nachteil des Silbers ist die hohe das hohe Gewicht oder die geringe Wertdichte, im Augenblick 1 zu 50. Also 1 Kilo Gold müssen Sie 50 Kilo Silber jetzt auf den Rücken nehmen und über die Schweizer Grenze rennen. Und wenn Sie mit 10 Kilo Gold hätten, hätten Sie dann also 500, eine halbe Tonne. Und das fällt natürlich jeden Zöllner auf, weil Sie draußen auf den Feldern so tief einsinken, Schweißspuren hinterlassen, Millimeter hoch und außerdem entsetzlich stöhnen unter der Last. Also sehr sicher anstrengend, Sie können das nicht unterdrücken. Und wenn Sie dann dort durch den Rhein müssen mit diesem Gewicht, durch den Oberrhein, ist natürlich schon schwierig. Also selbst die dümmsten Zöllner wachen dann auf und stieren angestrengt und irgendwas passiert. Das ist der Nachteil von Silber. Aber sonst hat es nur Vorteile. Aber da kommen wir noch hin. Was haben wir hier noch? Obongo Obama hat gesagt, beim ersten Mal, als er dran kam, er will die Schulden halbieren. Aber in Wirklichkeit hat er sie jetzt verdoppelt. Der war in Mathe immer so ein bisschen schwach, weil der hat es verwechselt durch 2 und mal 2. Das hat irgendwie, hat es bei ihm nicht so ganz hingehauen. Das passiert also schon mal ganz leicht. Das ist so ein bisschen wie Alzheimer. Der und Draghi, das heißt der Tracher, sitzen auf der Parkbank. Die sind dann schon im höheren Stadium des Alzheimers. Die Sonne scheint nachmittags und 80 Meter davon ist so eine Bude und da gibt es Wurst und Eis und so ein Zeug, Würstchen und Kram. Kennt ihr ja. Und dann sitzen sie in der Sonne und der eine sagt, ich habe so verdammte Lust auf Eis jetzt mal. Wie wäre es denn? Und sagt, ja, sagt er, ich hole Eis, was willst du denn? 3-mal Vanille, 2-mal Schokolade, 1-mal Nuss. Und der andere sagt, ja gut, ich will was anderes. Ich will 5-mal Erdbeer und 2-mal das grüne Zeug, Forestmeister, Waldmeister oder sowas ähnliches. Und sagt dann, na gut, aber schreib's dir auf. Und da sagt er, nee, brauche ich nicht, du siehst doch, das ist doch gleich da, es sind noch 70 Meter zu laufen, ich bin gleich wieder zurück. Geht da hin, kommt wieder, hat die ganzen Arme voll. Weißwurst, Grillwurst, Krakauer, wie heißt das Zeug, alles Bockwurst und so weiter. Da kommt er zurück und sagt der andere, der das ist sehr gut, aber wo ist der Senf? Sagt, das habe ich vergessen. Ich habe dir doch gesagt, du sollst das aufschreiben. Ja.
USA ist 100-mal griechischer, egal wen du heute wählst, ist alles dasselbe. Sie hängen alle vom Gelddrucken ab. Es gibt keine Ausnahme. Ich drücke mir auf die falschen Knöpfe. Ich habe die Obama gegen Obama getauft, weil das ist völlig das Gleiche. Bloß dieser Obama oder Obama, der hat gesagt, hat einen verhängnisvollen Satz ausgestoßen. Und der hieß: Alle Leute, die heute in Amerika vom Staat Geld beziehen, das sind verdammt viele, ich sage gleich ein paar Zahlen, die, hat er gemeint, müssten eine Gegenleistung erbringen. Und dieser eine Satz hat ihm das Genick gebrochen. Da haben über die Hälfte der Amerikaner, machen die jetzt so vom Staat, kommt gleich hin, und der hat das Verlangen, dass die etwas dafür tun müssten. Gesagt, wo kommen wir denn dahin? Haben die gesagt, wir sollen doch arbeiten, der Staat ist für alles verantwortlich, zum Beispiel. Ich war oft in Las Vegas in den letzten Jahren, wegen der freien Energiegeschichte, die dann auch gelaufen ist, das Gerät ist fertig und alles. Wahrscheinlich haben sie meinen Freund ermordet im letzten April. Jedenfalls, da siehst du die Zeltstädte, die wachsen. Jedes Mal, wenn ich hingekommen bin, waren die Zeltstädte 100 Meter länger. Das sind also Leute, die haben überhaupt nichts mehr, gar nichts. Was sie so anziehen, das kriegen sie woher und das Essen und dann sind sie im Zelt, das ist alles. Das ist eine wichtige Zahl. 1970 gab es in Amerika 12% aller Amerikaner haben keine Einkommensteuer bezahlt, weil sie zu arm waren. Wisst ihr, wie viel es jetzt sind? 53,5% bezahlen keine Einkommensteuer, weil sie zu arm sind. Also selbst, wie gesagt, wenn Sie x-fach Gehirn gewaschen sind, müssen Sie begreifen, dass die Verarmung nimmt zu. Und was geschieht? Ein gigantischer Transfer von den Fleißigen zu den Superreichen. Das schießt nicht so ganz offen, aber genau so ist es. Und irgendwann haben die alles und die anderen haben gar nichts mehr, die große Masse. Und das wird aber nicht funktionieren, weil dann die Wirtschaft nicht mehr geht, denn die Leute müssen Eisschränke kaufen und Wurst und Eis und 100.000 Sachen, was in der Industrie hergestellt wird in der Wirtschaft. Und die ganz wenigen Reichen können nicht jeden Tag 2.000 Eisschränke kaufen pro Person. Das können sie schon, die können sie in den Garten stellen oder sowas, aber das funktioniert nicht. Du musst einfach, die brauchen uns. Das ist nicht so, dass die einfach so tralala über alles regieren und wir sind nur noch Sklaven, die rumrutschen wie die Weinbergschnecken oder sowas. Nee, nee, das geht nicht. Dann bricht die Wirtschaft zusammen und wenn die zusammenbricht, bricht denen ihr Reichtum zusammen. Das ist ja alles Papier. Und dieses Papier basiert auf irgendwas, muss ja auf was zu realem Bezug haben. Und wenn die Masse der Menschen, das sind also wir, ausfällt als Käufer, dann ist der ganze Papierreichtum, den ihre Trilliarden oder was sie immer haben, genauso gehen auch auf Null. Mit Ausnahme dieser reichsten und mächtigsten Familie der Welt, die 8.000 Tonnen Gold im Keller haben. Aber sogar dann, wenn das alles so ist, selbst Gold, sicher, Gold geht niemals auf Null, nie. Und Silber auch nicht. Wird es nie geben in der Geschichte. Es war auch bis jetzt niemals so. Wird auch nicht sein. Nur, es schwankt im Preis ganz stark. Das ist okay, macht nichts. Aber alle Papierwährungen, ohne Ausnahme, sind alle auf Null gegangen, alle. Vor 5000 Jahren hatten die Chinesen zweimal Papierwährung, zack, weg, auf Null. Damals herrschte Ordnung, das Beispiel kennt ihr, der Kaiser hat alle Verantwortlichen zusammenrufen lassen, die wurden an einem schönen Samstagnachmittag bei Sonnenschein öffentlich hingerichtet, da herrschte noch Ordnung. Das sollten wir vielleicht mal Glaub mir, wenn das mit Wall Street, mit Brüssel, mit der EZB und so weiter mal gemacht würde, das würde sich rumsprechen. Kann ich garantieren. Ganz sicher. Na gut, was haben wir hier noch? Warte mal, weiter nach oben. Ja, das wäre was. Es hilft nur noch eine traumatische Erfahrung, also wirklich schwerste Krise. Ich sage immer, wenn die Leute im Dunkeln sitzen, nichts zu fressen haben, ist es eiskalt und die Kinder schreien. Und wenn der Hund noch Kraft hat, dann heult er oder winselt oder sowas. In so einer Situation könnte es sein, dass die Ersten anfangen, wieder ein bisschen nachzudenken. Wäre möglich. Aber auch da bin ich nicht sicher. Na gut, wir werden sehen. Es gibt historische Beispiele. Mir ist eingefallen vor zwei Nächten, dass ich dort war. In den 80er Jahren hat mich ein Freund, das war Henry Albers, der Neffe von Hans Albers, ein großer Freund von mir, der hat mich dahin geschafft. Der wohnte in Iowa und hat dort riesige Ackerflächen gekauft. Der war ein berühmter Professor in Amerika. Und das Amana, ich erinnere mich noch dran, das ist mir erst eingefallen, ich hatte das vollkommen vergessen. Das war 1855 gegründet, fast 1000 deutsche Pietisten, das sind die ganz frommen. Das ist so heute wie, weiß nicht, so wie die
die Umgebung von Merkel, das sind auch die ganz vorne. So zum Beispiel, auf diesem riesen Quadratmeter Fläche, die haben einen kommunistischen Kleinstaat gegründet. Der hieß Hoffnung, Amman heißt Hoffnung in irgendeiner Sprache. Dann, alles wurde gemeinsam benutzt, die Toiletten und die Kinder, nur die Frauen und Männer nicht. Das war die einzige Ausnahme. Aber alles andere war gemeinsam. Aber wirklich alles und jedes. Aus dieser Idee heraus, man müsste alles sind jetzt gleich und alles ist wunderbar und es ist ideal. Naja, alle Geräte, die hatten keine Zeitung, keine Tollers, die haben untereinander getauscht, gab kein Geld. Wie in der DDR, keine Westzeitung, keine Westmark, echte Währung. Arbeitsmoral war niedrig, wie im Ostblock. Warum? Es gehört mir doch nicht, was soll ich denn machen? Sicher, ich mache was halt so, ein bisschen was, irgendwie wird es schon gehen. Aber da mir es nicht gehört, fällt der Treif. Nur dann, wenn Privateigentum und Initiative entsteht, ein Anreiz, etwas zu tun, kannst du eine prosperierende Wirtschaft haben, sonst nicht. Ich erinnere mich im Osten, die Geräte draußen, die teuren zum Teil, Mähdrescher und Traktoren, die haben sie auf dem Feld stehen lassen, im Regen, im Schnee, die haben gerostet und waren kaputt. Na und? Lass doch, mach doch nichts. Die, in dem Dorf, wo ich herkomme, haben sie die Ernte. Die wurden gezwungen, in einem Land, was nur für Gemüseanbau geeignet ist, mussten sie Getreide anbauen, was nicht sehr gut gewachsen ist dort. Das Weizen braucht das nicht, da braucht was andere Erden. Gut, haben sie gemacht, wurden gezwungen und dann kam irgendwie Regen und da war nicht geplant. Die Planwirtschaft sah den Regen nicht vor. Und das war das Dumme. Und dann haben sie es in ihrer Not in den Tanzsaal geschüttet. So ein Ding wie hier und da lag der dann so hoch drin, voll. Nun, die Lastwagen, die das holen sollten, waren wegen dem Regen noch nicht eingeplant. Die sollten erst 6 Wochen später kommen. Weil die Planwirtschaft hatte so vorgesehen. Jetzt kamen die nicht. Und unter diesem, wenn sie feuchtes Getreide oder was haben, innen drin, wird es kochend heiß und fängt an zu brennen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben oder gehört haben. Das stinkt ganz furchtbar. Und da kommen langsam die Rauchwolken raus, wird immer schlimmer. Eine bestialische Hitze und das schmort und brennt. Brennt richtig. Und das war so schlimm, dass selbst die Schweine sich geweigert haben, dieses verbrannte Zeug zu essen. Hat einen penetranten Gestank und Geschmack. Da musste diese ganze Weizenernte eingegraben werden in dem Dorf, wo ich herkomme. Das war die Planwirtschaft. Keinem hat es gehört. Wenn es einem gehört hätte, der hätte gesagt, das machen wir ganz anders. Und hätte da Maßnahmen getroffen, die funktioniert hätten. Aber so geht das nicht. Und da war es natürlich auch so gut, wie sie es auch gemeint haben. Die haben nur die Hälfte der Leistung in der Außenwelt erbracht. Dann kamen die ersten Autobahnen oder Highways durch Amana durch und da haben die gesehen, Menschenskinder, die fahren da tolle Autos. Was ist denn das überhaupt, ein Auto? Das ist ja was ganz Tolles. Du setzt dich rein und fährst von A nach B. Und sowas, das haben wir gar nicht. Unsere Pferde, die Reichweite unserer Pferde und Kühe ist gar nicht so weit. Und außerdem hatten die Frauen waren tolle Kleider an und sowas. Und da wuchs etwas auf, was es in all diesen Gesellschaften gibt, Neid. Darauf basiert das ganze linke sozialistische System auf Neid. Das Spitzeltum in der Ostzone war so schlimm, dass jeder fünfte Mensch, jeder Rentner hat dazugehört. Für 5 Mark Ostmark im Monat hat er gespitzelt und gemacht. Nur am Schluss gab es im Grunde gar nichts mehr zu bespitzeln, weil die Leute selbst waren so arm. Was soll ich denn noch, was soll ich denn melden? Ich habe da von der Stasi Unterlagen gesehen, der besitzt eine So-und-So-Mütze mit einem Emblem vorne drauf. Ja, hat der Stasi nichts weiter gemacht, die Mütze war anscheinend nicht wichtig genug oder sowas. Und dann gab es nur noch eins, die Funktionärsgruppe oben, die mit tollen Autos gefahren sind, mit verhängten Vorhängen und so weiter. Da hat sich der Neid auf die gerichtet und plötzlich sind sie alle auf die Straße und haben geschrien, wir sind das Volk. Und das hat die dann letzten Endes zu Fall gebracht. Also hier wird es auch irgendwo so sein, die wollen uns zwar chippen und so, lass uns nur chippen. Wir fahren mit dem Bügeleisen drüber oder halten sie die Mikrowelle, dann ist der Chip kaputt, so zum Beispiel. Die Weltwirtschaftskrise kam, irgendwas ist jetzt gewesen. Zahlungen waren erforderlich für Dinge, die sie nicht herstellen konnten innen, ist egal welche, wie West waren in der DDR, die konnten nicht bezahlen. Vollstreckung hat gedroht und die wären unter den Hammer gekommen, da haben die Ältesten gesagt, wir geben Amana auf. Aber jemand Schlaues hat gesagt, nix, wir machen das jetzt so, Privateigentum wird aufgeteilt, irgendwie jeder hat ein Stückchen oder irgendwas, was noch da ist. Gemeinschaftseinrichtung, alles in eine AG umgewandelt und jeder Einwohner hat eine Aktie gekriegt. Wer viel länger gearbeitet hätte, kriegte nach einem Jahr noch eine Aktie, hatte dann 2 Aktien oder sowas. Die AG übernahm alle Schulden, die haben alles zurückbezahlt, was noch war, da der Konkurs alle ruiniert hätte. Alle haben sie plötzlich angefangen zu arbeiten. Die Frauen und die Kinderlosen haben dumm vor sich hingebrütet und nicht mehr. Die haben wie verrückte Kleinarbeit, hurtige Kleinarbeit gemacht, die den Männern spritzte das Blut unter den Nägeln, so Tag und Nacht haben die geschuftet wie die Tiere.
Ergebnis, die Amana-Aktie von 1933 bis 1991 von $50 auf $62.000. Ich würde sagen, wenn Sie so eine Aktie haben, es gibt Schlimmeres im Leben. Also das, das können Sie ja sagen. Um das 1240-fache. Was war das? Privatinitiative. Weg vom Sozialismus. Das waren gute Menschen. Die haben geglaubt, das wäre richtig. Das waren keine Verbrecher oder irgendwas. Überhaupt nicht. Gar nicht. Das sehen Sie mal, was das ausmacht. In der DDR 1990 wäre es besser gewesen, sowas auch zu machen. In einer AG hätten die angefangen, wie die Verrückten, was zu tun. Stattdessen Subventionen ohne Ende. Immer weiter, immer weiter. Hört heute noch nicht auf. Jammern füllt keine Kammern, habe ich hier hingeschrieben. Na ja, gut. Advent, Advent, der Euro brennt. Massendruck der Diktaturwährung. Das sind die neuesten Zahlen. Arbeitslosenrate auf Rekord werden. Kapitalflucht aus Frankreich. Der dortige Sozialist vertreibt alles. Die Reichen sollen jetzt mit 80-79% oder noch mehr besteuert werden. Das Stahlwerk, Arco und andere sollen alle privatisiert werden. Die Sozialisten übernehmen das. Das ist der sichere Weg zum Ruin. Wenn das passiert, ist vorbei. Sind die nicht mehr konkurrenzfähig und aus den gleichen Gründen. Was haben wir noch? In Spanien 57% Jugendarbeitslosigkeit. Portugal, Italien haben sie 40%. Unvorstellbare Rettungsschirme von 1000 Milliarden. Dem Euro-Fass ist der Boden ausgeschlagen. Der Euro ist eine reine Schönwetterkonstruktion. Im Augenblick, wo das Wetter schlecht wird, ist der Euro nicht mehr zu halten. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wie auch immer. Denken Sie an, es gab doch die Kaisermark, die Goldmark, die Rentenmark, die noch eine Mark, dann gab es die Ostzonenmark und die Pupsmark und am Schluss die noch irgendeine Mark. Sind alle weg. Wo sind sie denn? Nichts, Bock, aus. Allein aus deutscher Erfahrung. Das hält sich nicht, das geht nicht. Euro-Gigantismus, Vertrauen schwindet. Moody hat den EU-Rettungsschirm runtergestuft von AAA, vor allem in Frankreich. Wie viele Schweizer? Früher waren es 49% oder 48% der Schweizer, die einen EU-Beitritt wollten in den damaligen Abstimmungen. Jetzt sind es noch 6%. Das ist ein ganz gutes Zeichen. Fiat, Renault, Opel und andere sind massiv angeschlagen. In Europa ist die doppelte Kapazität der noch abgesetzten Autos. Also die Hälfte wird irgendwie schwinden. Das geht nicht anders. Das geht einfach nicht anders. Ich kann auf einen Markt nicht doppelt so viel herstellen, wie abgenommen wird. Sicher, kannst du schon. Dann kostet ein Auto nur noch ein Viertel. Aber die Firmen gehen alle pleite, weil ihre Kosten nicht mehr gedeckt sind. Stahlindustrie, Auftragseinbrüche, Schiffsverkehr auch. Knapp 5 Millionen Hartz-IV-Empfänger. Das sind alles Leute, die so machen. Und wenn es hieß, wie der Romney oder wie er hieß, der Kartenspieler, die müssen ja eine Gegenleistung erbringen. Was meinst du, was da losgeht? Was arbeiten sollen wir? Ihr seid wohl wahnsinnig. Ihr seid ja nicht mehr ganz dicht. Wenn was passiert, werden die sich mit Gewalt holen, was sie zum Leben brauchen. Es bilden sich jetzt schon Tauschkreise und später Lokalwährungen. In Tauschkreisen und Lokalwährungen könnt ihr natürlich mit Gold und Silber Gewaltiges bewegen. Das ist unausweichlich. Aber wenn es soweit ist, was wir dann genau machen sollen, ein bisschen vorsichtig sein, da kommen wir vielleicht noch hin. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Das wirkliche Defizit für 2012 sind 7 Billionen in Amerika, einschließlich der Social Security und Medicare. Wir hören immer nur von 1,3, 1,4 Billionen. Alles Lügen von vorn bis hinten. Das 21-fache des Zusatzwachstums. Was haben wir noch? Die Herstellungskosten für einen US-Penny sind 5 Cent und für einen Nickel, das sind 5 Cent Stück, kostet 17 Cent. Früher oder später werden die aus Holz gemacht. Das ist noch relativ billig. Das schafft man schon noch. Ne? Das geht nicht. Friedensnobelpreis für den Euro, habe ich rausgefunden. Der Vorsitz und die Entscheidung war ein T. Jagland, heißt der. Rein zufällig war der Generalsekretär des Europarates. Der war noch nicht gerade Europa sehr stark abgeneigt. Oder der Euro gegenüber. Würde ich mal annehmen. Wenn als Chef des Europarates, würde ich schon glauben, dass das, wo ich zugehöre, ein bisschen Förderung braucht. Zum Beispiel mal einen Friedensnobelpreis für den Euro. Und das Erstaunliche ist, dass Europa war noch nie so zerstritten wie jetzt und so verfeindet. Die Griechen bilden oben den Hosenanzug ab mit der Hakenkreuzbinde umarmt und siehst du überall auf Plakaten dort. Und gegen die Deutschen wird gehetzt und gewütet und gemacht und getan. Sie wollen Reparationen vom Zweiten Weltkrieg. Und alle möglichen Länder fangen an zu schreien. In Finnland gibt es die wahren Finnen. Es ist eine gewaltige Gegenbewegung gegen diese Geschichte. Also noch niemals waren wir so auseinanderdividiert wie seit dem Euro. Vorher war alles friedlich und schön.
Nichts. Und deswegen kriegt er einen Friedensnobelpreis, wegen diesem ungeheuren Unfrieden, den er gestiftet hat. Das ist also schon ganz gut. Ich kann gar nichts dazu sagen. Das haben wir vorhin schon gesagt. Die steht immer so da und macht immer so. Ist euch schon aufgefallen? Das ist ein Hochgrad-Freimaurerzeichen. Zum Beispiel mal, so nebenbei. Ich bin nur bis zum dritten Grad gekommen. Ich bin zum Pinscher. Weil sie irgendwo. Sie wollten mich befördern, aber da musste ich Ontario verlassen, da ging es nicht mehr. Die suchen sich ja von oben die Leute aus, die systemtreu sind und so weiter. Das hat dann irgendwie nicht mehr ganz hingehauen, sozusagen. Zwei Kommentare. Also die überall, das ist das Tollste und Beste, diese Frau. Und das habe ich gerade gelesen, jetzt aus Österreich. Das Gute am Schäuble-Gauner, auch genannt Gollum. Kennt ihr Gollum? Aus dem Herr der Ringe. Diese Figur, der sieht genauso aus. Das ist erstaunlich und benimmt sich auch so. Ist wie man sieht, wie er lügt. Die Fratze wird dann noch schurkisch und verworfener, an Hässlichkeit und Abstoßung nicht zu überbieten. Wenn eigentlich. Ja, das war's. Das ist wirklich schön. Wenn Angie lügt, dann wird ihre Sprache salbungsvoll. Die ganze Frau wird noch sackförmiger, gerade, dass sie sich nicht auflöst, zum Beispiel. Und dann, ja, dann lügt sie. Eigentlich lügt sie fast immer. Aber fast immer ist das eigene Menschsein weggefiltert, daher auch die verwaschene Sackförmigkeit der Erscheinung. Eine Frau ohne Eigenschaften, ohne Konturen, die lügt in Person mit endlosen Täuschungsvermögen. Also, das, was ich hier erzähle, braucht ihr nicht zu glauben. Ich bin nur hier, um das Denken anzuregen, dass er nach Hause geht und sagt, vielleicht hat er recht, vielleicht auch nicht, ich kümmere mich mal selber drum. Ich will mal selber rausfinden. Wenn ihr das nämlich tut, dann werdet ihr nicht mehr kippen. Ich rede euch sowas ein und die Medien reden euch was anderes ein. Und morgen seht ihr, lest in der Zeitung was und sagt, nee, die Zeitung hat sicher recht. Also dieses Hin und Her, macht das nicht. Macht selber, kümmert euch selber ein bisschen drum, soweit eure Zeit das erlaubt. Und dann kriegt ihr einen festen Standpunkt. Und weder ich noch die Zeitung oder die Medien können euch dann kippen. Das ist das Allerwichtigste vom heutigen Vortrag. Ja? Wie viel Gold haben die Deutschen gekauft? Sie waren die Führer im europäischen Goldkauf. Im ersten Jahr 2012, zweites Halbjahr ist noch nicht zu Ende, haben sie 56 Tonnen Rund gekauft, für 3 Milliarden ist das viel. 60 Millionen Deutsche im kauffähigen Alter zwischen 20 und 80 haben im Durchschnitt Euro für 6,70 Euro jeden Monat erworben. Das ist ein Gramm ist in 3 Flaschen Danziger Goldwasser zum Beispiel mal. Dies entspricht einer mäßig großen Packung Katzenfutter, so zum Beispiel, mit Geschmacksverstärkern. Und das soll was sein. Und trotzdem sind die Deutschen 10, 20 Mal so starke Goldkäufer wie alle anderen um sie rum. Mit einer Packung Katzenfutter, die sie opfern im Monat für Gold im Durchschnitt. Da muss man mal die Relationen vorstellen, was das bedeutet. In der Panikphase, wenn das kommt und passiert, die Gold- und Silbermärkte sind so wahnsinnig eng. Sie wissen ja, ich sage immer, alles, was wir brauchen, ist 1%. Vor Jahren waren es von 10.000 Menschen 2, die haben ein bisschen Gold und Silber gekauft. Jetzt sind es 8. Das hat sich immerhin vervierfacht. Immerhin. Vom niedrigen Niveau. Also, wenn Sie da unten sind, irgendwo in diesem Bereich, und dann von 2 mm gehen Sie auf 8 mm, ist das auch schon 400%. Aber über Ihnen sind noch 30 Meter. Da brauchen Sie schon noch ein bisschen, bis dahin zu kommen. Ne? Also, das ist alles wahr. Das heißt, es werden immer mehr. Natürlich werden es mehr, aber von den vielen wenigen. Wenn wir 1%, ein lächerliches Prozent der Bevölkerung, des Weltkapitals, der Anleger, was auch immer, 1% von Leuten, die Geld haben, viel oder wenig, die gehen nach Gold und Silber, dann steht Gold mindestens bei 500.000 Euro pro Unze und Silber vielleicht, weiß ich nicht, 500.000 vielleicht so, was würde es dann kosten, 40.000 Euro, also so schon eine Mercedes, fast schon eine Mercedes E-Klasse für eine Silbermünze oder sowas. 1%, das ist alles, was wir brauchen. Und in einer wirklichen Krise gehen garantiert mehr als 1% in Gold und Silber. Das kann ich euch garantieren. Vielleicht die Hälfte oder sowas. Verliert nicht den Mut. Das kann hier die alte Regel. Also Sie haben immerhin 9.800, fast 10.000 Tonnen. Besitzen die Menschen in Deutschland heute Schmuck, Barren, Wertpapiere mehr als die USA offiziell hat.
Frauen sind eine starke Triebkraft im Kaufsektor. Bekanntlich folgt die Frau ja dem Mann immer dorthin, wohin sie will, so zum Beispiel. Das kennt ihr ja. Ne? Also gut, wir werden das selber wieder erleben. Wir Jungvieh, das sind wir, werden eingefangen, wir werden gemästet und dann geschlachtet. Das ist so das Übliche. Wieder mal in einer Hyperinflation und vollkommene Enteignung. Das wird kommen, das ist unvermeidlich. Das ist ein ganz einfacher Vorhin hat mich eine Dame angesprochen, die ist Mathematikerin, die begreift das am ehesten, weil sie gewohnt ist, sehr mathematisch zu denken. Und diesen ganzen Vorgängen sind klare Gesetze, feinstoffliche Gesetze liegen denen zugrunde. Und die lassen sich nicht austricksen. Da kannst du noch so viele aufgeblasene Hosenanzüge in die Welt schicken, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Wir werden sehen, wie weit es noch kommt. Naja, seit immer schon seit Atlantis waren Gold und Silber die einzige letzte Rettung, die es gegeben hat. Wenn unbegrenzte Aufkaufaktionen der EZB von Schrottanleihen der Verschwenderländer, das wird gefeiert als Stabilitätsbeitrag und fortschrittliche Akt zur Erhaltung des Euros und des Wohlbefindens und der Wohlstandssicherung aller Bürger. Der Wert des Euros steigt, obwohl sehr viel mehr gedruckt wird. Erstaunlich. Wenn es viel mehr Kartoffeln gibt, müssten die eigentlich billiger werden. Irgendwie sowas. Aber beim Euro gilt das nicht. Je mehr Euros, umso teurer wird der. Das ist schon ganz merkwürdig. Das sind also Gesetze unserer Mathematikerin, die verstehen das ganz genau. So zum Beispiel. Alle EU-Verträge gebrochen. Anreize für die Kosten für die Beschenkten. Griechenland wird dafür belohnt, dass sie getäuscht haben, getrickst haben, betrogen haben, über ihre Verhältnisse gelebt haben und so weiter. Da kriegen sie jetzt noch mehr Geld. Die werden belohnt dafür. Und die wie die Deutschen, die gespart haben und häufig, sehr gearbeitet haben, haben ihre Lohnstückkosten fast nicht gesteigert und ihre Gehälter nur ganz, ganz wenig, im Gegensatz zu den anderen. Die werden bestraft, denen wird Geld weggenommen. Also ein solches System wird sich nicht halten. Das könnt ihr euch darauf verlassen. Naja, brennende Autos haben wir schon, das wisst ihr ja. Wie sieht es denn aus mit 27 Milliarden Neuverschuldung, riesiger Fortschritt in Griechenland? Und zwar, die machen weiter. Die haben immer noch ein 25 Milliarden Defizit, außer nach wie vor. Gut, egal. Rückzahlbar müssen die Griechen 40 Milliarden. Ich weiß nicht, wie lange Griechenland brauchen würde, wenn sie mit Joghurt und Olivenöl zurückbezahlen und ein bisschen diesem Schnaps, wie heißt das, Ouzou oder so? Naja, ein kleines Jahrtausend oder zwei wären dann mal fällig, aber wir werden mal sehen. Das geht bis in die fünfte, sechste Generation. Die Börsen haben daran sprunghaft gewonnen und gellende Jubelschreie, alle Probleme sind gelöst. Und es ist alles nur Verschwörungstheorie, was wir hier reden. Gut, Zypern, Malta und Slowenien haben in den mehr als Deutschland Stimmen in allen EU-Gremien. Die Zwerge, die tragen 1% zum EU-Haushalt bei, wenn überhaupt ein halbes Prozent. Und Deutschland macht fast 30%. Und die drei zusammen überstimmen Deutschland. Nur die drei alleine, das genügt schon. Deswegen war doch letztlich diese große Abstimmung. Die Zwerge haben gesagt, nee, das wollen wir nicht. Deutschland muss bezahlen. Deutschland sagt, wir wollen nicht. Ja, ihr seid überstimmt. Ganz einfach. Achtet mal drauf, das sind Dinge, die kommen in den Medien gar nicht so vor. Das wird aus guten Gründen ein bisschen verschwiegen. Die werden immer in der Mehrzahl sein, das ist wie im Sozialismus. Die Armen, Dummen, die so machen und something for nothing, etwas für umsonst, die sind immer in der Mehrzahl, immer. In Amerika sind jetzt fast 54% keine Steuern bezahlen. Was wären die? Sozialismus, wer verspricht das? Obama, ganz einfach. Das läuft einfach ab. Wertpapier haben wir schon gesagt, gibt es hier noch irgendwas? Es gibt keine Drittpartei, die ausfällt bei Gold und Edelmetallen, die halten das hoch, fertig. Da gibt es niemanden, der hängt nicht von der Bonität von etwas ab. Ein Staat, einer Person, einer Firma, ob die können oder wollen, das gibt es bei Edelmetallen nicht. Zinsen, keine Zinsen, das ist das Allerbeste, was die Edelmetalle an Eigenschaften haben. Warum? Auf keine Einkommensteuererklärung steht es bis jetzt drauf, nirgendwo auf der Welt. Du kriegst weder Zinsen noch Dividenden, die sind ja versteuerbar. Aber alles andere nicht. Deswegen dieses ganze Gejaul. Viele kommen zu mir und sagen, ich habe 7 Millionen in der Schweiz, jetzt wird es langsam mulmig. Und auswählen. Ich sage, was soll das Gewinsel? Geh hin, sagt der Bank, die Hälfte in Silber, die Hälfte in Gold. Die kommen in den Tresor, Schlüssel rum, der bleibt bei der Bank und fertig. Das ist erledigt. Das war's. Da gibt es auch nichts mehr zu versteuern. Das gab vorher schon. Ja, ein paar Zinsen. Die Schweizer ziehen ja immer 35% automatisch ab. Von Ausländern und Inländern. Das ist schon seit 100 Jahren so.
Das kannst du zurückfordern mit der Einkommensteuererklärung. Aber dieses, das ist wahr, das ist so. Aber dieses ganze Geheul, ich habe da was und ich habe Angst. Wieso? Verwandelt es in Gold und Silber. Letztlich war ein dünner Mann bei mir vor der Tür, abends, ich habe nie gesehen. Ich bin raus und da hat er gemeint, er hatte eine braune Tüte in der Hand mit hausgemachter Schokolade. Das habt ihr noch nicht gegessen. Wer das gegessen hat, seid ihr versaut für den Rest eures Lebens. Das was da im Supermärkten ist, das schmeckt dagegen wie getünchtes Stroh oder irgendwas. Also furchtbar. Jedenfalls, er wollte sich bedanken für die Vorträge. Der war heimlich dort. Ich habe ihn nie gesehen, aber immer in der Masse. Und aus dem Buch, was da hinten noch liegt, hat er in seinem Club oder was er da hat, einmal im Monat treffen sie sich und dann sprechen sie drüber über so ein Kapitel. Das fand ich ganz nett, ich habe das gar nicht gewusst, was es alles gibt. Erstaunlich. Aber er sagt, das Wichtigste wäre, er wollte sich bedanken, weil er hat 1901 oder 2 ist sein Vater gerade rechtzeitig gestorben und hat ihm nach Steuern 1 Million hinterlassen. Und da hat er die Hälfte, ich habe die gehämmert, wie verrückt, kauft Gold, kauft Silber. Da war es auf einem Tiefpunkt, wisst ihr ja selbst. Gold war damals bei $250 die Unze und Silber war bei $4 die Unze. Ne? Und da hat er das Glück gehabt, das war Glück. Zu diesem Zeitpunkt hat er hier 500.000 in die beiden Dinger getan. Und er sagt, aus seiner Million sind jetzt 7 Millionen geworden, steuerfrei, und dafür wollte er sich bedanken. Dann hat er mich rumgefahren als Taxi und ich habe dann zu essen gekriegt und was weiß ich. Und ich darf jetzt, der ist ein großes Tier bei der Bahn, ich darf jetzt in der Lokomotive E-Lok ganz vorne sitzen, ich kann mir aussuchen, im Führerraum. Und er geht extra mit und dann fahren wir von Deutschland bis Italien. Das ist schon hochspannend. Jetzt im Winter nicht so doll, aber immerhin so durch die Geschlängelung darauf. Das Gefühl, dass du mal nicht von Blitzern bedroht wirst. Es gibt keine Staus und nichts. Du schwebst völlig frei durch die Gegend. Gut, ab und zu bei den großen Zügen kommt man an den Bahnhof. Das kann sein, aber das ist auch ganz schön. Da kann man irgendwo hingehen und mal austreten gehen oder was essen oder was weiß ich. Muss aber schnell sein, die fahren dann gleich weiter. Also das darf ich jetzt, und ich darf sogar noch eine Person mitbringen. Mehr als 3 Sinneführer nicht erlaubt, wegen Versicherung, wegen allem Möglichen. Also das kann ich, also es kann so oft sein, wie ich will. Ich brauche nur kommen und dann kann ich mitfahren. Ich kann noch eine mitbringen. Oder meine 2 Kinder kann ich alleine reinsetzen, dann darf ich nicht mit. Das hat man davon, wenn man Gold und Silber empfiehlt als Kauf. Sie sehen schon, es lohnt sich. Gut. Staatsschulden der USA, das Bild ist schon überholt. Sie müssen oben in Gedanken noch 1/2 Meter dran setzen jetzt. Aber es reicht schon. Die vielen Jahre ging es eben so und das hängt mit dem Zinseszinssystem zusammen. Das ist eine Exponentialfunktion, da ist eine Klammer und oben steht was drüber, n, das ist die Anzahl der Jahre. Und wenn ein Exponent oben dran steht, dann geht diese alle Funktionen machen das. Erst gehen sie schön flach und dann gehen sie immer steiler. Sie wissen ja, 2 hoch 4, 2 hoch 8, 2 hoch 16, 2 hoch 32, das macht dann unvorstellbare Sprünge. Das ist eben so. Naja gut, wenn ihr das anguckt, dann überlegt euch nochmal sehr genau, ob ihr nicht doch noch in Gold und Silber wollt. Köpfe der Politiker gehen wegen der Haare da, habe ich hier geschrieben. Tumultuarische Zustände, den Edelkapuffs der Hochfinanz. Hosenanzüge beginnen zu dampfen und Gollum sinkt aus dem Rollstuhl. Ich nenne die heutige Presse, nenne ich die Prästituierten, weil die alle nachplappern. Treibe Finanzsport oder bleibe gesund. Ob long, ob short, das Geld ist fort. Das ist ganz egal. Finanzdoktor zum Wirtschaftspatient. Ich verschreibe Ihnen jetzt massive Gelddruck-Schlammbäder. Sollen die denn helfen? Nein, aber Ihr Körper kann sich schon mal an die feuchte Erde der Finanzfriedhöfe gewöhnen, für zum Beispiel. Der für Englisch sprechende, der Obomni ist heavy on wire, also schwer auf Draht. Und der andere ist nur good cherry eating, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Also wenn Sie das im Englisch sprechen, erzählen, der starrt Sie fassungslos an, der weiß nicht, was du willst. Aber für uns ist das ganz lustig, könnt ihr euch mal merken. Ne? Haben wir sonst noch was? Alternativen? Alternativlos, vor allem aber Silber und Gold, wenig andere Sachwerte und vor allem raus als Papier, das ist das Allerwichtigste. Jetzt kommt ein, ja, Farmen, Nahrungsberge, Nahrungsmittelfabriken, fruchtbares Ackerland, kauf- und tauschbar mit Edelmetallen. Was haben wir hier noch? Nicht essbar, Ihre Sekretärin, Ihr Haus, Euros, Bonds, Schecks, Aktienzertifikate, selbst die Farm an solche ist auch nicht essbar.
Und wenn Sie hier sind und Ihre Kollegen, die hier um Sie herum sitzen, die sind auch nicht essbar, streng genommen schon, aber nicht wirklich, die wissen schon. Das ist ein solcher Quatsch, Gold ist nicht essbar und was war das andere, Gold bringt keine Zinsen. Gott sei Dank, sonst wäre es ja längst erfasst. Es hat sich also versiebenfacht in kurzer Zeit, auch ohne Zinsen. Und alles mit Zinsen wird immer weniger. Aber das wird irgendwie nicht erwähnt. Ein Außerirdischer landet mit solchen Antennen auf dem Kopf und so weiter. Und der sagt, na Erdlingen, wie geht's denn so bei euch hier unten? Und der sagt, was läuft denn so? Ach ja, der Dollar verlor 98% seit der Gründung der FED, der teure 61% seit der Einführung, 194 Länder, davon sind 190 pleite. US und ein Kleinstaat bereiten gerade den 20. Krieg nach Weltkrieg 3 vor. Amerika hat nach 1945 19 Kriege geführt. Ich habe sie alle aufgelistet, wenn man noch Zeit hat, könnt ihr sie angucken. Dann Anleger werden schleichend enteignet, dann Deutschland bürgt und schuldet für 1,4 Billionen, das mindestens Vierfache des Staatshaushaltes bis jetzt, es wird noch mehr. Echte Arbeitslosenrate sind mindestens 23% in EU und USA und nicht das gelogene Zeug, ich denke, die werden auf 50% gehen. Energie, Nahrungsmittel, Wasserknappheit, überall Überbevölkerung, die Medien lügen, dass sich die Balken und selbst die Knochen und Nasen der grünen Öko-Diktatoren und Kommunisten biegen. Jährlich verhungern 7 Millionen Kinder, gewaltige Vermögenstransfer von den Fleißigen zu den Superreichen, wissen wir. Stellvertreterkriege laufen bestens, auch da in Syrien und so. Das ist vor allem gegen China und Russland. Russland hat seinen größten Flottenstützpunkt dort und die Chinesen kriegen aus dem Iran, als das nächste kommt, 40% ihres Öls. Also es geht um ganz andere Sachen wie diese kleinen arabischen Länder, aber ist egal. Naja, die Krisenverursacher sind jetzt die großen Retter und der Fuchs nach 37 Hühnern, die er verbraucht hat, 3 sind nur übrig, es waren mal 40, der wird jetzt zum Wächter des Hühnerstalles bestellt. Das macht Sinn, das ist genau das, was passiert. Ihr müsst euch nur einen Augenblick mal drüber nachdenken, sagt, das ist absolut logisch. Was haben wir denn noch? Himmel wird mit Toxinen besprüht, Nanopartikel, Bariumsulfat, das wissen andere Leute besser als ich, die vorhin Gott sei Dank gesprochen haben. Riesige transnationale Machtgebilde werden immer stärker, nehmen die Souveränität. Ach, Bundestagsabstimmung über 100 Milliarden Hilfe für irgendwas. Dann kam einer raus, eine Abgeordnete, und dann haben sie die gefragt, sagen Sie mal, über was habt ihr denn da so drin abgestimmt jetzt die letzten 6 Stunden? Und da hat die gesagt, es ging irgendwie um Milliarden. Das hat die wörtlich gesagt in die Mikrofone der Presse. Und dann haben sie den von Holland, den holländischen Premierminister, der höchste Chef von Holland, ich weiß nicht, wie der heißt, Premierminister oder was, der kam raus nach 3 Tagen Tagung. Und da haben sie ihm gesagt, für wie viel muss denn Holland jetzt nun bürgen? Und da hat er gesagt, da müssen Sie meinen Staatssekretär fragen. Das musst du dir mal vorstellen, der höchste Chef eines Landes weiß nicht mal, dass die in 3 Tagen das Wichtigste war, die Bürgschaft Hollands. Und das weiß der nicht, wenn der da rauskommt. Und einem solchen System sollen wir vertrauen. Ich würde sagen, vielen Dank. Irgendwie habe ich da was anderes. Hochfrequenzhandel wird immer, und das Motto, durch Konsumieren auf Pump wird man reich. Danach lebt Amerika jetzt seit einem halben Jahrhundert. Was haben wir sonst noch? Gezielte Verblödung und Einschläferung. Bundesbank hat allein über Tage 2,750 Milliarden an die Verschwenderländer verliehen, damit die deutschen Exporte kaufen können. Für 750 Milliarden haben Leute deutsche Exporte abgekauft. Länder können das nie zurückzahlen. Wir könnten besser die Exporte gleich verschenken. Warum machen sie das nicht? Weil die Banken dazwischen sind, die ihrerseits nochmal abkassieren. Das darf also nicht sein. Also Deutschland macht mindestens 30% bis 40% aller Exporte, sind für immer verloren. Und damit die das kaufen können, muss das Deutschland finanzieren. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was das heißt. Ich gebe irgendjemandem, gebe ich von mir viel Geld, damit er von mir was abkaufen kann. Naja. Amerika hat 375 Millionen private Feuerwaffen. Die glatte Einführung der Diktatur wird nicht so leicht sein. Da gibt's Rabatz, kann ich euch jetzt schon sagen. Das heißt, letztes Weihnachten, Heiligabend, sind 3 Millionen Feuerwaffen haben auf dem Gabentisch gelegen. Wir sind jetzt wieder dran, dieses Jahr wird es vielleicht 4 Millionen Feuerwaffen sein, nur am Heiligabend. Die extra schön verpackt in bunten Weihnachtspapier, auch vom Aldi natürlich, klar. Also diese Geschichte geht nicht glatt. Deutschland hat Todesstrafe, das wisst ihr alle, Bundestag durch, Bundesrat durch und der Bundespräsident hat es unterschrieben.
Also für die, die es noch nicht wissen, alle 27 Euro-Länder oder EU-Länder haben Todesstrafe jetzt. Und die wenigsten Leute wissen das, weiß fast niemand. Ja, Bundesschulden umgelegt, die haben 1,1 Millionen pro Steuerzahler und gespart haben sie, glaube ich, 6.000 Dollar. Das ist schon mal ganz nett. Wikipedia sagt, wenn du heute die Machenschaften der Machteliten irgendwas sagst, so wie ich, das ist Rufmord. Steht in Wikipedia drin. Könnt ihr nachgucken. Das also Kritik wird jetzt schon als Rufmord bezeichnet, selbst milde Kritik. Also allmählich geht es wirklich gut. In Amerika werden ab sofort die Krankenkassenleistung, Krankenhauskosten und die Gesundheitsfürkommen als Einkommen gerechnet. Die gehen in die Einkommensstatistik. Und auf die, das ist kein Witz, das könnt ihr nachgucken. Und auf diese Weise, die Armutsklasse geht, verschwindet langsam. Wenn du das nämlich rechnest, sind die plötzlich raus, sind die keine Armen mehr. Sowas. Und demnächst kommt noch Verteidigung dazu und Polizei und das ganze Zeug. Plötzlich sind die Allerärmsten, die nichts haben, sind super reich. Aufgrund dieser Rechnung. Das musst du dir mal vorstellen, ganz langsam, was das bedeutet, wo wir überhaupt leben. Kampf gegen die Armut, Kampf gegen alles Mögliche. 15% Analphabeten hat Amerika, 48 Millionen leben Essensmarken, 3,5 Millionen sind im Knast. Das sind Statistiken aus dem Witzblättchen und das soll eine Supermacht sein. Dann in Detroit haben die Notwehrtötungen in 2 Jahren sich ver80-facht. Nicht so schlecht. Dort kostet das Haus jetzt 10.000 Dollar, ein schönes Einfamilienhaus. 3 Schlafzimmer mit allem drum und dran, 2 Toiletten, wie üblich, 10.000 Euro. Das ist nicht, finde ich, nicht überteuert. Also, da könnt ihr, geht hin. Was haben wir noch? Fernsehen entschuldigt sich nur für Störungen, aber niemals für das Programm, so zum Beispiel. Fortschritte in der Medizin sind ungeheuer. Man ist sich seines Todes nicht mehr sicher, so zum Beispiel. Naja, erst hatten wir das Matriarchat, dann das Patriarchat, jetzt haben wir das zentrale Sekretariat und Kommissariat in Brüssel und Washington. Naja, gut. Ein gewisses Gesicht aus Berlin auf einer Briefmarke und die Post macht pleite. Kennt ihr ja schon. Das Weltvolumen der Derivate, die außerbörslichen sind so hoch. Was ihr so als Zahl kriegt, das sind nur die börslichen, das ist ganz wenig. 95% sind außerbörsliche. 1.600 Millionen Milliarden. Dollar. Damit kannst du den Planeten so dick besetzen überziehen mit 100 Euro Noten. Ja? Kannst du mal erklären, was Derivate sind? Derivate sind abgeleitete Finanzinstrumente, denen liegt etwas zugrunde. Zum Beispiel der Börsenkurse für Aktien zum Beispiel. Oder die Kurse für Dollars im Verhältnis zum Euro. Oder Schweinebäuche, die am Terminmarkt gehandelt werden. Das sind also richtige, reale Grundgeschäfte. Und darum werden jetzt auf diese Steigerungen und Veränderungen werden Hebelgeschäfte aufgezogen. Das sind Wetten. Ich wette darauf, dass die Preise von dem und dem jetzt so und so entwickeln. Und der eine sagt, ich wette dagegen, dass sich so entwickelt. Das sind Derivate. Und die haben eigentlich nur höchstens 2% musst du investieren. Und wenn du Glück hast, dann mit dem Hebel von 50 sind aus deinen paar Dollar, die du reingestopft hast, wird es 50-fache. Aber umgekehrt, auf der anderen Seite steht jemand, der das verliert. Das sind Nullsummenspiele. Es kommt nichts Produktives dabei raus. Wer sind die Gewinner? Die ganz großen Banken und Spieler. Warum? Weil sie die Daten so verändern, dass es ihnen passt. Die sitzen an diesen Manipulationsinstrumenten und können das entsprechend beeinflussen. Deswegen werden die immer reicher. Also, ich lese nochmal in Ruhe nach, wie das mit den. Die wichtigsten sind. Sind Optionen, Swaps und Futures. Das sind die 3 wichtigsten. Das sind Termingeschäfte, im Grunde eine Wette auf irgendetwas. Sagen wir mal, die Knochenmehl wird billiger oder Kupfer steigt oder da sagen, nee, Kupfer fällt. Gut, dann wetten die. Dazwischen sitzt eine dritte Partei, das ist eine Bank, die kassiert von beiden nochmal ab. Und aus diesem Zeug, diese unvorstellbaren Geldmengen, die jetzt entstehen, fließen meistens in diese Märkte. Daher diese irrsinnigen Summen, da kann sich keiner mehr was vorstellen. Keine reale Deckung, nichts. Und nur noch schlimmer, ein Hedgefonds kauft vom anderen Hedgefonds. Der kauft von der Bank, der kauft von dem. Und der allererste in dieser Kette von bis zu 50 hintereinander hat einmal 2% als Sicherheit eingesetzt. Und die Sicherheit ist natürlich auch Quatsch, das ist irgendwelches Aktienzeug vielleicht, was demnächst auf Null geht, aber ist egal. Und der nächste nimmt das, was er gekauft hat mit den ursprünglichen 2%, gibt es einer dritten Partei
und nimmt das, was er gerade gekauft hat, als Sicherheit. Bis zum Ende der Kette bleiben nur die allerersten 2% stehen. Der Rest ist reine, nackte Luft. Und wenn diese Kette reißt, das hatten wir 1998 mit Long-Term Capital Management, da war das Weltfinanzsystem aber so viel vom Zusammenbruch, dass die großen Weltbanken zusammengekommen und haben innerhalb von 24 Stunden 120 Milliarden zusammengeschabt und haben das da reingestopft in das Loch. Das war damals noch klein. Das war ein mittelgroßer Hedgefonds. Von denen gibt es heute ungefähr 7.000 bis 8.000 weltweit. Und auch große dabei. Wenn das reißt, gibt es kein Halten mehr. Allein diese Dinge beschäftigt euch mal in Ruhe ein bisschen damit. Überlegt euch, was da eigentlich abläuft. Gut, was haben wir noch? Der Außerirdische sagt, Schluss, aus, halt, es reicht, sagt er doch. Der Erdling, naja, sagt aber, sonst ist alles in bester Ordnung. Dollarverfall, wenn der 1.000 Anlage in den letzten 10 Jahren, 1.000 Euro. Bei Gold 4.150 Euro sind draus geworden, bei Silber 5.280, beim Sparbuch 1.092 und beim Tagesgeld 1.100. Das zählt also weit unter der Inflationsrate. Das sind einfach reale Zahlen. Wenn du damals das reingestopft hättest, hast du jetzt das rausgekriegt. Das habe ich hier gesehen, die Schöpfkelle aus der Papiergeldsuppe mit Digitalgeldsoße. Teilt Bernanke großzügig aus dem Steuertopf und dem Schuldenkessel aus. Naja, gut. Wir haben die schwerste Finanzdiabetes. Der Todkranke muss um jeden Preis gerettet werden. Braucht massive Zuckerdosen. Das Koma ist schon fast erreicht. Gut, was haben wir noch? Wenn Goethe wiederkäme, machen wir kurz. Tragödie, erster Teil, Faust und Gretchen machen so herum. Missgeburt des Teuros, kein Problem. Zweiter Teil der Tragödie, zweiter Teil habe ich nie richtig verstanden. Das ist furchtbar symbolisch. Und ich weiß nicht, also Faust, zweiter Teil, lese ich eigentlich nicht so gerne. Das ist schön zu lesen, aber verstehe natürlich kein Wort. Der Missgeburt wird krampfhaft am Leben erhalten. Dritter Teil, der Finanzfaust, kommt jetzt. Absolut unverständlich, Untergang des stinkenden Mentalkrüppels. Faust und Gretchen beaufsichtigen die Scharen dämonischer Zentralbanker in der Hölle. Diese erhalten als Speise nur abgenutzte Euroscheine und als Getränk nur Schmieröl aus heißgelaufenen Gelddruckerpressen. So zum Beispiel. Tragödie, vierter Teil, ist wieder leicht verständlich. Die Panzerfaust, das ist Krieg. So, jetzt haben wir sonst noch was. Die Überzeugungsarbeiten, wir werden Pessimisten, Schwarzseher, Verschwörungstheoretiker, Rechtsextreme, notorische Spinner, Goldidioten, Fanatiker, Irregeleitete. Vor 20 Jahren hat man für mein Seelenheil gebetet, weil ich, wenn ich konnte, immer mal eine Goldmünze gekauft habe, von dem bisschen, was ich hatte. Da haben die gebetet und gesagt, der ist total verrückt, wir müssen was tun. Der ist wirklich, dass sie mich nicht eingeliefert haben in eine Klapse, das war ein reines Wunder. Naja, so zum Beispiel. Aber eine neue Studie, die sagt, 80% aller menschlichen Gehirne können solche Nachrichten, wie wir sie jetzt machen, nicht vertragen oder verarbeiten. Das Gehirn weigert sich. Es geht einfach nicht. Deswegen sind eure Aufklärungsarbeiten so erfolglos. Das liegt nicht daran, dass diese Menschen böse sind oder dumm. Das liegt daran, dass ihr Gehirn das einfach nicht fassen will und kann. Es geht nicht. Es ist nichts zu machen. Was haben wir noch? Sklaven, Schafe und das Übliche. Liefer deine Ersparnisse ruhig ab, bis sie alle verdampft sind. Das ist doch was Schönes. Schwerste Bedingung. Die jetzt unendliche gewachsenen Bürokratien, wie heißt es, zum Abbau der gewaltigen Staatsbürokratien, sagt der Minister, fehlen uns die nötigen Beamten. Das kennt ihr ja. Das sind Beispiele hier von allen Leuten, die auf einer Bilderberg-Konferenz waren und anschließend Riesenpositionen hatten, als Staatschefs oder als Chef von Mercedes oder was. Stehen alle da. Wir machen es nur kurz. Kissinger, Schmidt, aus England der Major Jürgen Schremp, Josef Ackermann als Dauergast, Gerhard Schröder, das Merkel, Schweizer Nationalbankchef. Und diese Treffen sind von allerhöchster Bedeutung global. Die Bilderberger sind ein Arm, dem Sammelbegriff Illuminatenfeld der unsichtbaren Weltregierung. Zum Beispiel mal. Tiefe, das wissen wir schon, 2012 haben sie das Treffen nach Haifa verlagert ins Hotel Rothschild. Dort gibt es keine Demonstration, weil niemand ein Visa für Israel kriegt. Und da kann auch niemand rein, ganz still und stumm. Das haben sie extra gemacht, denn inzwischen hat sich rumgesprochen, dass da was läuft. Und da gibt es immer Demonstrationen, da nicht mehr. Gar nicht so schlecht, also ich finde die schon schlau, manchmal bewundere ich sie fast.
So, warum kann das nicht überleben? Präsident Null, Präsident Zero wird Obongo Brahma genannt. Warum? In seiner Amtszeit hat er nicht einen einzigen Arbeitsplatz geschaffen. Nichts. Deswegen nennt sie ihn Präsident Zero. Trotzdem wurde er wieder gewählt, aus den Gründen, die wir kennen. Gut, physisches Gold fließt von West nach Ost, damit auch die Macht. Was bringen die Massenmedien bombastischen Kinkerlitz? Ich sehe immer nur, wenn du vorbeigehst im Supermarkt, diese Dinger, ist die so und so schwanger? Oder ist die und die geschieden? Oder solches Zeug, du musst das mal angucken, wie die Überschriften von diesem Zeug ist. Das ist also sogar, ich meine, selbst ein Hund oder ein Schwein fühlen sich beleidigt, wenn sie das Zeug lesen. Also, das kann man gar nicht lesen. Denken Sie daran, das größte deutsche Schlachtschiff aller Zeiten war die Bismarck. Die wurde von 16 englischen Kriegsschiffen versenkt, wisst ihr ja. Deswegen empfehle ich, wie der Euro, der jetzt auch runtergeht, fahren Sie niemals Wasserski hinter einer Bismarck. Das ist nicht sehr gesund, so zum Beispiel. So, was haben wir noch? Schmerzlosen Ausgang kann es nicht geben. In England gab es 25 zugelassene Münzprägungen und Händler. Die wurden plötzlich geprüft, und zwar dieser berühmte Isaac Newton, war der Chef von denen. Und der hat sie alle geprüft und davon hatten 22 zu Deutsch beschissen. Die Münzen waren ein bisschen zu klein, es war was abgefehlt, das Metall hat nicht gestimmt, die Legierung und so weiter. Und dann wurden kam raus, nur 3 haben einwandfrei gearbeitet. Und 22 hatten eine Wahl, rechte Hand abgehackt oder Totalkastration. Das ist kein Witz. Und alle 22 Urteile wurden vollstreckt. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Na gut, wenn man 90 ist, kann man die rechte Hand vielleicht noch lassen oder so, aber ich weiß es nicht. Genau da, genau in derselben Situation werden wir demnächst sein. Die ganze Oberkaste wird entdeckt und dann geht es auf diese Weise los. Ich weiß es nicht. Warum? Die Wirtschaftsgesetze, auf Dauer kann niemand mehr ausgeben, Aufschuldungsprozesse sind endlich, alle Schulden müssen bezahlt werden. Durch Konsumverschuldung und Deindustrialisierung, Grundprinzip der USA, wird man niemals reich. Steuertricks mit Gold sind gängig für Großverdiener, das ist nur nebenbei, das betrifft uns nicht so, aber es ist wahr. Naja, im Wesentlichen nur Konsumverzicht und Sparen und danach investieren. Das ist eigentlich alles, was sonst noch hilft. Künstliche Nullzinspolitik, wissen wir, lass uns mit Erich Kästner hier noch was sagen, das ist das Verhängnis zwischen Empfängnis und Leichenbegängnis, nichts als Bedrängnis. Das ist in gewisser Weise wahr. Das ist die deutsche Haftung, könnt ihr vergessen, ich habe es nur mal erwähnt, die wird immer größer und immer doller. Das ist hier, was das Gold gemacht hat in letzter Zeit, so mal in den letzten zehn Jahren. Also wenn du das so anguckst, schlecht finde ich das nicht. Also irgendwie als Performance für etwas, guckt euch das an. Naja, Sie haben sich mal korrigiert, wie jetzt, die versuchen es mit aller Gewalt unten zu sein. Das wird Ihnen nichts nützen, auf Dauer. Gut, noch was. Der Realwirtschaft und Finanzsektor sollte im Verhältnis 1:3 sein. Im Finanzsektor das Dreifache an Volumen und in der Realwirtschaft eben ein Drittel davon. Jetzt ist diese Finanzwirtschaft 148 Mal so groß wie die Realwirtschaft. Für einen Euro, den ihr unten über den Tisch schiebt, laufen oben in der Finanzsphäre 148 Euro rum. Na gut. Was haben wir noch? Die Zahlen. Wie lange dauert 1 Million Sekunden, diese Riesenzahlen? 12 Tage. Wie lange dauert 1 Milliarde Sekunden? 32 Jahre. Wie lange dauerte 1 Billion Sekunden? 32.000 Jahre. Und heute wird mit Billionen rumhantiert wie mit Wurst. Oder, ich weiß nicht, Kilo Leberwurst oder sowas ähnliches. Das müsst ihr mal vorstellen, was das für Zahlen sind. Wenn pro Sekunde 1 Euro verdient würde, dauerte es 32.000 Jahre, um 1 Billion zusammenzukriegen. Pro Sekunde, jede Sekunde 1 Euro, klack, 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 klack und so weiter. Brauchst du 32.000 Jahre, um eine einzige Billion zusammenzukriegen. Die heute werden ja hin und her geschoben, werden die gar nichts. Naja, was haben wir noch? Ach, Amerika braucht 10,4 Milliarden pro Tag. Nur, und davon fast 5 geborgt, nur um weiter zu laufen, nur um einfach weitergehen zu können. Wenn alle Milliardäre der Welt enteignen würden, würde das 2 Wochen kaufen. Nach 2 Wochen wäre ihr Geld verschleudert und vorbei. Und bei allen Millionären der Welt würde 4 Monate ausreichen. Das ist aus, erledigt, auch nichts mehr. So, die Reichen zu enteignen, na gut, es bringt ein paar Tage, kannst du machen. Na und, so was.
Dann, Alberto, habe ich noch ein Foto. Ein Liter Benzin kostete 10 Cent. Jetzt kostet es einen kanadischen Dollar 20. So, das ist noch ganz, ganz witzig. Manche haben es vielleicht schon gesehen. Das sind 100 Teuros, wie ihr wisst. Dafür kriegst du 75 griechische Joghurts mit bisschen Olivenöl und Käse. Und davon sollen also 400 Milliarden zurückgezahlt werden. Zinsen nicht gerechnet, ohne Zinsen. Das sind jetzt 10.000 Teuros. Das kostet das Haus in Detroit im Augenblick, ist alles. Das sind 1 Million Teuros. Um die zusammenzubringen, braucht der Durchschnittsarbeiter 93 Arbeitsjahre. Er kriegt die Hälfte, in seiner Lebenszeit kriegt er die Hälfte davon zusammen, 500.000 Teuros. So zum Beispiel der normale Arbeiter. Das ist schon relativ, sieht relativ verlockend aus, ne? Würde doch meinen. Und das hier sind 100 Millionen, das ist die menschliche Größe, wie ihr seht hier, dieser Kasten. Das kriegen viele der Finanzverwalter und Manager jedes Jahr als Bonus, und die höchsten Bonusverdiener in Wall Street und auch sonst wo haben bis zu 21 dieser Quader pro Jahr an Boni gekriegt. Das könnt ihr nachlesen, steht in Zeitungen überall. Müsst euch noch ein bisschen einlesen. Gibt's 21 solche Blöcke für ein Jahr als Bonus. Das bedeutet, das Finanzsystem zu ruinieren. Gut, also merkt euch den Block als teuer aus. Das sieht relativ viel aus, würde ich sagen. Ich meine, 100 Millionen, damit kann man schon was anfangen. Jedenfalls, ihr habt dann keine Sorgen mehr, dass ihr verhungert, sagen wir mal so. Das sind 20 solche Quader auf einem Lastwagen. 40 auf beiden. Das ist, was die USA alle 18 Stunden an Schulden dazu addiert. Das stimmt nicht mehr, das sind jetzt nur noch 14 Stunden. So nebenbei. Also ihr seht schon, das haben die CNP-Versicherung und Groupama-Firmen, hat das an Griechenland geschickt, bevor überhaupt eine Rede von der Krise war. Was ich jetzt zeige, ist lange vor der Krise. Da hat noch niemand über Griechenland gesprochen. Gucken wir mal weiter. Die griechische Mafiengruppe und die französische Versicherung hat ihrerseits jeder einen solchen zwei Lastwagen geschickt, so wie abgebildet. Einer voll, einer fast voll. Es ging nach Griechenland. Alle, die deutsche Commerzbank und die italienische Gruppe, hat jeder zwei Lastwagen noch dazu geschickt. Die sind noch ein bisschen voller, zum Beispiel. Weiter, die griechische Alpha Bank und die deutsche Banktochter haben 5 weitere Lastwagen nach Griechenland geschickt. Vor der Krise, wohlgemerkt. Ne? Gucken wir mal weiter. Was haben wir denn noch? So, die französische Paribas steht immer dran. Und die, wer ist das Ding? Lastwagen noch, die Bank von Griechenland haben das geschickt nach Griechenland, zum Beispiel mal. Vor der Krise. So, was haben wir denn hier noch? Die deutsche die Bad Bank Nachfolge der Hypo Real Estate hat das geschickt. Und die, wer noch, war das andere? Die griechische Piraeus Bank haben das dem griechischen Staat übergeben vor der Krise. So, das ist aber noch nicht ganz alles. Die griechische Eurobank hat 5 Lastwagen geschickt, die Europäische Zentralbank 7. Zusammen 12 weitere Lastwagen. Die sind alle weg, ist nichts mehr da, zum Beispiel. Müsste eigentlich bald zu Ende sein. Leider haben wir uns getäuscht. Die Nationale Bank Griechenland hat das geschickt und die Internationale Währungsfonds nochmal 8. Zusammen 18 Lastwagen, nur von diesen beiden Institutionen, gingen nur nach Griechenland. Bedenke, Griechenland trägt zur Wirtschaftsleistung der EU nicht mal ganz 2% bei, 1,8%. Und das haben die bis jetzt gekriegt. Aber leider ist es noch nicht alles. Die Weltregierung sowie die griechische Regierungen haben dir nochmal zusammen 28 Lastwagen geschickt. Das müsste für diesen Zwergstaat bald mal reichen. Leider, leider nicht. Dann haben wir 19 Lastwagen aus der EU, meistens Deutschland, und 23 Lastwagen aus dem wohltätigen Eurosystem. Nochmal 32 Lastwagen voller Teuros. Hat das nun gereicht? Immer noch nicht, ist das Elend. Kleinsparer, Geldbesitzer, Banken, Versicherungen, Geldfonds, Hedgefonds, Pensionsfonds, Regierung irgendwo und viele dumme, kleine und mittlere Rentner. Mein Vater hat immer an solchen Stellen gesagt, das ist manchen sein ganzes Geld. So zum Beispiel. Everyone else steht hier, da könnt ihr ja lesen. So, und das ist alles zusammen. Das sind alle teurer vor dem ersten Rettungsversuch, bevor es überhaupt anfängt. Inzwischen fließen nach Griechenland weitere Lastwagen. Ihr hört es ja jeden Tag. Immer neue, immer weiter, immer weiter. In diesen winzigen Zwergstädtchen
Stellt euch mal vor, was da nach Frankreich geht oder nach Italien oder nach Portugal und in diese ganzen anderen Betrügerstaaten, was es so gibt, und nach Irland und so. Also da würden die Parkplätze hier, wo sind wir hier? Wir sind jetzt hier gerade in, zu was gehört denn das hier? Wie bitte? Ja, ist das Nordrhein-Westfalen? Wie bitte? Hessen. Ja, stimmt, habt ihr ja recht, stimmt. Also in ganz Hessen gäbe es nicht, bald nicht mehr genug Parkplätze, um diese Lastwagen unterzubringen, die in diese ganzen Länder gehen. Und ja, die Krise hat noch gar nicht richtig angefangen. So, was haben wir denn hier noch? Das ist ein anderer Blick. Hinten am Horizont verliert sich das. Da habt ihr mal so einen kleinen Einblick, was nur in dieses lächerliche Griechenland vor dem ersten Wort der Krise überhaupt passiert ist. Und das ist ein winziges Städtchen. Jetzt kann ich da mal ein bisschen ein Gefühl, was sich da abspielt mit deutschen Steuergeldern und so weiter. Naja, ist gut. Japan wird als erstes hyperventilieren, weil die am höchsten verschuldet der Welt sind. Japan ist mindestens dreimal so hoch wie Deutschland verschuldet und so weiter. Der japanische Finanzminister bietet jetzt eine halbe Unze Gold, wenn du von seinem blöden Staatsbonds 10 Millionen Yen kaufst. 10 Millionen ist nicht viel, das ist so eine... Japan hat Millionen und Millionen riesige Denominationen. Ja? Das ist nicht sehr viel. Da kriegst du jetzt eine halbe Unze Gold, wenn du den Dreck kaufst. Wenn das so weit ist, ist das für mich ein Zeichen, dass die vollkommen verzweifelt sind. Fiskaltrümmerhaufen, also Japan müsste, wenn die nur 3% auf die Staatsschulden bezahlen müssten, wäre das sofort geendet. Werden alle Steuereinnahmen nicht mehr ausreichen. Übrigens, das ist die alte Frage. Wann bricht denn das verdammte System nun endlich zusammen? Wir brauchen gar nichts machen. Spätestens dann, wenn die Steuereinnahmen nicht mehr ausreichen, um die Staatsschulden zu bedienen. Das war's. Ganz einfach. Und was ist, warum machen sie dann diese wahnsinnigen Negativzinsen? Oder die Tiefzinsen, fast null überall, um diesen Zeitpunkt möglichst lange noch rauszuschieben. Wenn die Zinsen heute auf das normale Niveau, geschichtlich normale, 5-6% oder so gingen, während einer Woche wäre es vorbei. Da können weder die Firmen noch die Regierung noch die Staaten irgendwie noch die Schulden bedienen. Das ist Ende. Das geht. Deswegen hat er gesagt, mindestens bis 2016. Hat dieser gute Bernanke oder wie er heißt, das ist der mit dem Hubschrauber, der immer Dollars abwirft. Heli-Band, ja, richtig. Na ja, gut. Gibt es einen Großkrieg? Sehr wahrscheinlich. Dagegen, 2012, dagegen spricht der Präsidentenzyklus. In 20 Fällen oder 25 Fällen, in denen Amerika Kriege gemacht hat, gab es nur einen einzigen Fall, wo im Wahljahr ein Krieg stattgefunden hat. Immer im Jahr danach, immer. Und das Jahr danach ist 2013 jetzt gekommen. Also die sehr große Chance, dass es dann passiert. Außerdem, hier sind die Beispiele alle, warum und wieso, das brauchen wir jetzt nicht wissen, das sind nur Untermauerungen von dem, was ich sage. Und das andere ist noch der Goldzyklus. Der müsste jetzt, ist Gold. Normalerweise, 2 Monate vor Kriegsausbruch, zieht Gold deutlich an, scharf an. Wenn das passiert nächstes Jahr, da ist die Chance sehr groß, dass es einen großen Krieg gibt. Nur diesmal geht das ein bisschen anders. Da gibt es noch den Kresszyklus, das ist der wichtigste, das ist der Kriegszyklus. Der hat sich praktisch noch niemals getäuscht. Also wenn ich, beschäftigt euch damit, guckt mal nach, Kresszyklus, dann werdet ihr sehen, immer, wenn der auf einem bestimmten Tiefpunkt war, ist ein großer Krieg ausgebrochen. Immer, ohne Ausnahme. Da sind wir jetzt dran, also 2012 bis 2012, nee, 12 nicht mehr. Steht irgendwo da, Ausbruch, die Talsohle, hier sind die Beispiele dafür, brauchen wir nicht wissen. 66, 1990, zweiter Goldkrieg, alles pünktlich gelaufen. Ab Ende 2012 geht er in seine Hardline-Phase. Also 2013 ist eine sehr große Chance, dass es Krieg gibt. Deswegen Gold und Silber und vernünftige Vorbereitungen, keine Spinnereien, nur vernünftige sachliche Dinge, soweit ihr das tragen könnt, finanziell und eben, wie gesagt, Nahrungsmittel ist ein gutes Ding. Wenn wir noch Zeit hätten, in den 12 Stunden, steht genau aufgelistet, was ihr alles braucht und was man machen soll. Das reicht jetzt nicht mehr heute. Wie gesagt, wir sind schon gleich da. Der französische, der italienische und der Dow Jones Aktienindex, auch der deutsche, stehen rund dort, wo sie vor 10 Jahren standen. Deswegen das ganze Gehäuse, Aktien. In 10 Jahren haben wir sie nicht bewegt. Ja, vielleicht 1% oder 2%. Da soll ich in Aktien gehen. Vielen Dank. Was haben wir noch? Warum der Goldpreis noch lange nicht am Ende mit der Fahnenstange angekommen ist,
Das lest im Buch nach, da habe ich also jetzt sehr viel drüber geschrieben. Zwischen den 1857, 32 und 12 gab es jeweils schwere Weltwirtschaftskrisen alle 80 bis 85 Jahre. Das wird jetzt wieder passieren. Und was haben wir sonst noch? Der Koran, ich lese manchmal drin immer wieder. Wer den Zins nimmt, wird so aufstehen wie derjenige, den der Satan packt und zu Boden schlägt, sagt der Prophet in der zweiten Sura. Über die Islam und seine Wirtschaftsformen habe ich früher immer 3-4 Stunden zu den Studenten geredet. Das ist erstaunlich. Ich unterstreiche jedes einzelne Wort. Die hatten sogar die grüne Idee drin, alles, was du nur willst. Die amerikanische Verfassung und der Koran sagen beide dasselbe. Nur Gold und Silber sind Geld, alles andere nicht. Hält sich aber allerdings niemand dran. Jemand aus Saudi-Arabien wollte ein Patent einreichen. Ich habe die Patentschrift gesehen, jedenfalls teilweise, man braucht nicht alles lesen. Und das war das. Das ist der Todeschip. Er ist fertig, fix und fertig. Plan eingepflanzt. Und wenn du dann irgendwie so redest wie ich oder so, dann wird aus der neuen Welthauptstadt, die ist längst beschlossen, alles klar, das ist Jerusalem, wird dann 13 Mal dein, kein Witz, wird aus dem 13 Mal dein Weltcode, deine Weltnummer gesendet, dann öffnet sich das Ding und hast du noch 3,5 Minuten, reicht zur Abgabe eines mündlichen Nottestaments. Das ist der Plan, den sie haben. Wie weit sie damit kommen, das werden wir noch sehen. Gut, was haben wir noch? Dass die Deutschland wird überstimmt, das wissen wir schon. Was um Getös um Fukushima unterging, in Fukushima hat es niemals einen Atomunfall gegeben, völliger Quatsch. Aber auch einer dieser gigantischen Lügen, die da aufgetischt werden. Bis heute war niemand in Fukushima, niemand. Weder ein Reporter, noch ein Ausländer, noch ein Messgerät, noch irgendetwas. Eine Person behauptet, dass das so war. Okay. Warum? Darüber kann ich jetzt 2 Stunden alleine reden. Denkt noch dran, sie haben alle Helfer an den Flugplätzen aus allen Ländern umgedreht und zurückgeschickt. Warum? Die wären dorthin und haben gesagt, Entschuldigung, wir können ja gar keine Strahlung feststellen. Und jetzt fängt es schon an, sagen sie, ja, die Strahlung ist viel niedriger als ursprünglich angenommen und sie wird von Woche zu Woche niedriger und demnächst ist sie auf Null. Die müssen ja das verdecken. Was haben die gemacht? Das Zeug abgeschaltet, weil es zu gefährlich war, die Stäbe genommen und ins Meer geschmissen. Da liegen sie heute noch. Und deswegen melden die Schiffe immer rundherum in der Gegend 3% höhere Radioaktivität des Meerwassers. Das war's. Dann haben sie das Zeug gesprengt, guckt doch die Bilder an. Das sind alles Trichter nach oben. Ein Erdbeben oder was es war, macht doch niemals trichterförmige Dinger nach oben. Und in dem Stil kann ich jetzt stundenlang weitermachen. Also ist egal. Also, die deutsche Versicherung, Gesetz haben sie geändert, damit es nicht gemerkt wird. Das heißt, Versicherung wird demnächst pleite sein. Und deswegen müsst ihr trotzdem weiter einbezahlen, bis ihr blau, grün und schwarz werdet. Auch wenn ihr nie etwas daraus erhaltet, steht da schwarz auf weiß. Guckt euch nach, § 89 VAG. Guckt zu Hause nach, wir haben jetzt nicht die Zeit, zum Beispiel. Ihr müsst bezahlen, immer weiter, völlig egal. Die sind längst kaputt und pleite, antworten das Telefon nicht mehr, kein Anschluss unter dieser Nummer. Trotzdem muss weiter bezahlt werden. Jetzt hier kann das passieren, dass die Amerika, die letzte Großmacht, zusammenbricht. Ich vergleiche das hier mit der Sowjetunion. Und ich weiß nicht, 15 oder 20 Punkte sind genau gleich, unter anderem auch Afghanistan. Alles, was hier steht, also es ist genau dasselbe, immer der gleiche Kram. Ganz genau, haben wir haben die Zeit jetzt nicht, andere Länder ziehen nach und so weiter. Ja, staatliche Kontrollen werden immer schlimmer. Wie ich, der amerikanische Zöllner, sagt mir, öffnet sie alle Koffer und so weiter. Ich sage, ich habe aber gar keine Koffer. Das sagt er, das spielt keine Rolle, Vorschrift ist Vorschrift. Das ist, naja, gibt es in der Finanzhölle und Finanzhimmel, wollt ihr das hören? Kennt ihr das alle? Ich finde es lustig, also ich finde es gut, aber kennt ihr es schon? Na gut, die auf die Minute kommt es auch nicht mehr an. Den Studenten in Irland als Zusatzfrage gestellt nach einem Examen, Bonusfrage, die Frage hieß, ist die Hölle exotherm, gibt Wärme ab oder endotherm? Sie absorbiert Wärme. Die meisten von euch wissen, was Exo- und Endotherm ist. Ja? Und da hat einer der Besten hat Folgendes geschrieben. Er hat als einziger ein A+ gekriegt. Die meisten haben geredet über das Boyle'sche Gesetz, Druck und Temperatur. Das heißt, steigt der Druck, wird es warm. Luftpumpe pumpt, es wird heiß in der Hand. Wisst ihr? Kühlschrank, das Gegenteil. Expansion, der Kühlschrank wird kalt. Zum Beispiel. Das ist das Boyle'sche Gesetz mit 2 Sätzen. Okay? Gut, und da hat er gesagt, ich muss herausfinden, wie sich die Masse der Hölle über die Zeit verändert. Dies hängt von der Zahl der Seelen darin ab. Annahme, einmal drin, kommst du nicht wieder raus.
So zum Beispiel. Warum? Begründet er. Bei den meisten Religionen wandern die rein, die dieser Religion nicht angehören. Also da jede Religion sagt, alle anderen sind drin, dann müssen alle drin sein. Das ist doch klar. Das ist doch logisch. Gut, dann haben wir wegen der viele Glaubensbekenntnisse, aber nur eine Zugehörigkeit. Deshalb muss die Seelenzahl stark wachsen. Geht ja nicht anders. Was haben wir noch? Wegen der rasanten Zunahme der Menschheit wächst aber die Seelenzahl in der Hölle exponentiell, immer schneller. So zum Beispiel. Wachsende Seelenzahl benötigt wachsenden Rauminhalt, wenn laut Boyle Druck und Temperatur konstant bleiben sollen. Dann steigen Druck, also entweder expandiert die Hölle langsamer als die Menge der neu hinzukommenden Seelen, dann steigen Druck und Temperatur so lange, bis die Hölle auseinanderbricht und explodiert. Oder die Hölle dehnt sich schneller aus als die Zahl der hinzukommenden Seelen, dann fallen Druck und Temperatur so lange, bis die Hölle einfriert und alles bewegungslos erstarrt. Welche Alternative ist richtig? Wenn ich die Prophezeiung meiner Kommilitonin Petra aus dem ersten Jahr einbeziehe, ergibt sich die Lösung. Petra sagte, eher friert die Hölle ein, als dass ich mit ihr schlafe. Wenn weiter berücksichtigt wird, dass ich gestern doch mit ihr geschlafen habe, folgt, die Hölle ist bereits zugefroren, also endothermisch und erloschen. Demnach bleibt nur noch der Goldhimmel übrig, dessen Existenz auch die Gottes beweist, was wiederum erklärt, warum Petra gestern Abend 20 Minuten fast ununterbrochen "Oh mein Gott" geschrien hat. Kurz zum Beispiel. Ist das nicht nett? Das ist nicht konstruiert. Das ist wirklich passiert. Das ist kein Witz. Ich habe das nur hier ganz kurz zusammengedrückt. Ne? Aber so, jetzt kommt noch für deutsche Sprache, schwere Sprache hier mit unseren Zuwanderern, die auch alle Gold und Silber nicht kaufen. Machst du dein Auto von Parkplatz weg, sonst gibt es Konsequenzen. Ist das nicht nett? Oder das hier. 1 Euro sparen. Erst war es 4,95, jetzt sind es 5,95. Das ist original, das ist kein Witz, das ist Originalfotos. Dann haben wir hier stark reduziert, 1,10, jetzt 9,99 um 1 Cent. Stark reduziert, das ist doch ganz gut. Extreme Preisreduktionen fördern die Kauflust. Ich habe hier unten hässliche Kommentare dazu geschrieben. Das haben wir hier, scharfe deutsche Werbung hilft immer. Weißes Fleisch, Döner, Kebab, unendlich mit Tee. Ohne Cholesterin, BSR, Maul und Klauen. Und hier haben wir noch Hähnchen Döner. Auch das noch. Also scharfe deutsche Werbung hilft immer. Dann haben wir hier noch, Entschuldigung, Frühstücksangebot. Quickie mit Latte, nur 3,95. Originalfoto. Kein Witz, es ist wirklich wahr. Dann haben wir noch, ist noch nicht ganz vorbei, hier haben wir Wasser ohne H2O. Ist das nicht klasse? Alle Preise, Pfand 0,25, also alles richtig, Wasser ohne H2O. Das war für mich, selbst für mich neu, ich habe schon viel gesehen. Ich war, wenn ich die Inseln alle mitzähle, die vielen Inseln, war ich in 104 Ländern bis jetzt. Was haben wir hier noch? Ananas, es wird immer nässer. 2 Ananässer für 2. Kein Witz. Ihr seht, selbst Gold- und Silbervorträge haben ihre positiven Seiten. Ja? Was haben wir noch? Freike, Frischmarkt, irgendwas, Müller. Frischmarkt, Müller. So, Fußgänger, die Lösung des Rentnerproblems. Fußgänger nur bei der Straße betreten, weitergehen, auch wenn rot aufleuchtet. Vor allen Alters- und Pflegeheimen werden diese Schilder aufgestellt. Es dauert nicht lange und das Rentnerproblem ist gelöst. Ganz einfach. Ist doch schon mal nett. Und dann haben wir noch Schweinekot, gibt es hier mit Tzatziki. Partade nur 8,90. Also für Schweinekot 8,90 bezahlen wäre mir zu teuer, ehrlich gesagt. Vielleicht gut zum Düngen oder sowas ähnliches, aber ich weiß nicht so richtig. Jetzt kommt etwas ausharren, das betrifft euch. Das ist einer dieser englischen Hunde. Die fühlen sich ganz hart an und lassen nicht los. Auch an einem Polizisten, die lassen nicht los, wenn du den Kopf abschneidest. Das ist egal. Die musst also wirklich den Kopf durchsägen, dann lassen sie los. Und der ist an ein Stachelschwein geraten, und ihr wisst ja, das ist ja ziemlich schlimm, und der hat nicht losgelassen, bis das Stachelschwein kaputt war. Und deswegen, dann sieht er so aus. Und so sind wir als Gold- und Silberbesitzer. Wir geben das nicht her und wir machen immer weiter. Wir lassen nicht los. Lasst euch nicht beeinflussen. Und so sieht es von der Seite aus. Guckt euch das mal an. Das ist kein Witz.
die sind sehr schmerzempfindlich, aber trotzdem, ich finde das schon also gewaltig. So sieht so ein aus, der sich mit einem Stachelschwein anlegt. Und so sind wir auch. Kein Problem, ihr lasst nicht locker, ganz gleich was ist. Und das hier, das ist mein Lieblingsding, wegen unbegrenzter Volkswut aus ihrem, wenn die Verantwortung aus den Gitterkäfigen ausbrechen, geschieht Folgendes. Having a bad day. Ein sehr schlechter, guck mal, der wühlt und wühlt sich. Ich muss zugeben, das ist wirklich ein schlimmer Tag. Also, dieses Ding, das amüsiert mich ungeheuer. Das ist eins meiner Lieblings-Cartoons überhaupt. Also, er hat nicht mehr Wald. Das ist vielleicht, dass Merkel oder so sich da durchwühlt und verurteilt wurde. Oder die Brüsseler Bürokratie. Naja, also dem wird es dann so ergehen. So, dann haben wir es. Das ist ganz wichtig hier. Das zeigt in klaren, einfachen Zahlen. Geldmenge, BIP, Preisindex, Wareverlust und was aus 100 Euro wurde. 1. Januar 2002, Einführung des Euros für die Bevölkerung. Den Euro gab es schon seit 1998, aber nur bei den Banken untereinander. Nicht für die Bevölkerung, das fing an. So, nach einem Jahr, wenn du das abziehst, je mehr Geld, umso weniger wert wird der Wert. Ein bisschen was kommt dazu, das die Wirtschaftsleistung und der Preisindex ist das, das zieht es wieder ab, also haben wir 8,4% Verlust. Das sind amtliche Zahlen und die sind noch getürkt. Das sind nicht mal die echten, in Wirklichkeit ist es noch schlimmer. Lass uns bei den Amtlichen bleiben. So, wenn du das weiter verfolgst, dieses Spiel, dann kommen wir 84, 78, 71, 65 und so weiter. Und jetzt im Jahre 2012, am Ende könnten wir bei 34 Euro sein an Kaufkraft. Du musst also jetzt fast das Dreifache im Durchschnitt bezahlen, wie vor über 10 Jahren. Jede geplagte Hausfrau weiß das. Und auch an der Tankstelle merkst du das und überall zum Beispiel. Also die amtlichen Zahlen ist einfacher, schlichter Quatsch und Volksverdummung. Ein Beispiel für Amerika, es gibt über 21 Fälle, um die Statistiken zu fälschen, 21 Arten. Ich nehme nur mal eine, das ist der Hedonic Deflator, heißt das Ding. Das geht so, du kaufst einen Computer für 1.000 Dollar, schiebst 1.000 Dollar über den Tisch. Und dann kriegst du deinen Computer, dann gehst du heim. Das sollten eigentlich für die volkswirtschaftliche Erfolgsrechnung mit 1.000 Dollar verbucht werden. Das ist hergestellt worden, ist abgesetzt worden und das ist eine Wirtschaftsleistung. Aber wie wird da verbucht? Nicht mit 1.000 Dollar, sondern mit 30.000 Dollar. Warum das? Ja, sagen die, dieser Computer ist heute 30 Mal so gut wie im Stichjahr 1988. Die Speicherkapazität ist 30 Mal höher, die Geschwindigkeit ist 25, 32 Mal höher und so weiter. Und deswegen müssen wir das leider, leider mit 30.000 verrechnen. Beim Auto, du kaufst eins für 10.000, nochmal angenommen, und dann wird das mit 30.000 verrechnet. Weil das Auto ist heute dreimal so gut wie im Stichjahr 1991 oder sowas ähnliches. Weil, dann wird begründet, warum, die Gaspedale sind, weniger glitschig und ich weiß nicht so richtig, stinkt etwas weniger oder sonst. Umso anfälliger wird es, ja, das stimmt. Ich sehe das bei diesem Ding da draußen. Das hat, weiß nicht, 50 Knöpfe. Ich habe es erst seit ein paar Tagen. Also es gehört im Moment noch nicht mehr. Der müsste einen College-Kurs machen, um zu begreifen, was da alles dran und drin ist. Ich erschrecke, rechts und links leuchten gelbe Spiegel auf und solches Zeug. Also es ist alles Mögliche passiert. Nur den Schleudersitz habe ich noch nicht gefunden. Ich habe verzweifelt nach einem Zigarettenanzünder gesucht. Der ist so verborgen, da musst du mit der Hand um irgendwelche Kanäle greifen, innen was klappen und ziehen. Und dann kannst du da irgendwie rein, dann kannst du... Ach Gott, ich will nicht anfangen. Also, gut. Ihr seht, das sind wirkliche Zahlen. Das ist kein Witz. Das könnt ihr mal den euren Leuten, mit denen ihr sprecht, zeigen oder erklären. Was haben wir hier noch? Silberkalkulator macht, hier wird genau ausgerechnet, wie viel man Silber oder Gold in der Krise wirklich braucht. Für Durchschnittsverhältnis eine normale Familie, 2 Kinder, 2 Eltern und kein Luxus und so weiter. Ja, sieht ja, jetzt kommen schon die alle möglichen Leute. Dann machen wir das. Also ein bisschen kürzer jetzt. 0,56 Kilo Gold oder 17 Unzen für ein Jahr. 180 Gramm und also steht alles da. Also ihr dürft auch keinen Luxus machen, nur so einfach so leben. Was ist mit Bonds? Es hat 51 Jahre gedauert, bis die Bondverluste von 1940 bis 1991 ausgeglichen waren. Das ist keine Anlage, wie ihr sehen könnt. Ich kann euch das noch einzeln darstellen, da haben wir die Zeit jetzt nicht, das genügt. Bürger Fritz in seiner Not haut und trampelt alles tot. Wenn das rauskommt und der alles wieder verliert, dann gibt es wie bei Wilhelm Busch.
Vielleicht Onkel Fritzen sein oder nur, da haben die noch die dicken Maikäfer ins Bett getan. Die kamen alle nachts raus und die haben dann alle zertrampelt und so. Das wird also auch passieren. Grund für den enormen Zuwachs der Silberpreise steht alles da. Kam mir jetzt keine Zeit dafür. Der Goldwürfel, alles Gold der Welt ist da und der Würfel ist 19,5 Meter. Beim Silber sind es nur 7 Meter. Wie viel ist eine Tonne Gold als Würfel? Eine Tonne. Das habe ich in Slowenien gesehen. Die hatten eine Tonne Gold dort und eine Tonne Silber. Der Würfel hat 36 cm Kantenlänge. Das ist alles. Das ist eine Tonne. Gold ist rund 20 mal so schwer wie Wasser. Haben wir sonst noch was? Im Durchschnittshandy, was da alles drin ist, das also, da kannst du bloß noch erschrecken. Silber hat viel bessere Chancen als Gold, riesige physische Knappheiten. Naja, hier Chef des Goldunternehmens sagt zum Prokuristen, ich glaube, Ihre Frau betrügt uns, zum Beispiel mal. Das ist eins ist für Frauen, eins ist gegen Frauen. Warum hat Gott von Adam eine Rippe geklaut und daraus eine Frau gemacht? Wollte zeigen, dass bei Diebstahl nichts Vernünftiges rauskommt. Naja, die Männer klatschen da. Unrecht gut gedeiht nicht. Umgekehrt, warum hat Gott den Mann vor der Frau gemacht? Jeder Künstler fertigt erst einmal einen Rohentwurf an, bevor er das eigentliche Meisterwerk schafft. Das ist für die Frauen. Also ihr seht, ich muss so ein bisschen. Und worin sind sich beide, Frau und Mann, einig? Beide misstrauen den Frauen. Gut, was haben wir hier noch? Wie groß sind die Verluste? Ach, das dauert eine Weile, bis das auflädt. Das ist sehr wichtig. Das zeigt, dass die Gehalte von Erzen weltweit sind rapide gefallen. Von 23 Gramm Gold pro Tonne auf 1,9 Gramm pro Tonne. Und beim Silber von fast 1,5 Kilo pro Tonne jetzt auf 98 Gramm pro Tonne. Das allein wird dafür sorgen, dass die Gold- und Silberpreise steigen, egal was passiert. Ihr seht, diese Zahlen gehen hinten immer mehr auf Null. Bei Silber ist es vielleicht in 10, 12 Jahren soweit und beim Gold in 25 Jahren. Das war's. Und aus dem Grund, haltet aus, hebt das Zeug auf, notfalls versteckt es und geht irgendwie durch. Und im Übrigen, es gibt natürlich noch viele andere Maßregeln, die ich euch sagen könnte, was in der Krise zu tun. Auf keinen Fall protzen oder angeben. Ihr müsst draußen mit zerschlitzten, dreckigem Zeug rumgehen, schmiert euch Schmieröl überall hin, jammert und winselt noch schlimmer wie die anderen. Wenn ihr da nach Hause kommt, sind eure ganzen Wände voll mit faustgroßen Diamanten und so weiter. Also ich übertreibe jetzt maßlos, das wisst ihr ja. Aber nur nicht nach außen, achtet drauf, sonst werdet ihr totgeschlagen. Weil der Neid ist unvorstellbar groß. Empire kommen und gehen, hier sind sie alle aufgezählt, alle sind sie gefallen. Die letzten waren Österreich-Ungarn, Deutschland, britische Weltreich, sowjetische Empire, waren die letzten vier. Und das allerletzte ist Amerika zusammen mit Israel. Die werden auch, so wie es aussieht, wenn die Geschichte so weitergeht, werden auch die fallen. Gut, das ist ein Beispiel für das amerikanische Gesundheitssystem. Die Amerikaner geben 18% ihrer Wirtschaftsleistung aus für Krankheit und die Deutschen geben 8% aus und die Japaner 3%. Die Amerikaner geben 5-mal so viel aus pro Kopf wie Japan. Und in Japan werden die Leute, das Durchschnittsalter für Frauen ist jetzt rund 88, das ist Durchschnitt. Und bei Männern ist es über 83,5. Das längst lebende Volk der Welt. Die geben fast nichts aus für Gesundheit. Der Vater erstellst, der Sohn erhältst, dem Enkel zerfällst. Das passiert immer wieder in den drei Generationen. Ich habe es oft gesehen, die dritte Generation macht kabumm. Und jetzt sind wir wieder in der dritten Generation, in den meisten Fällen. Und dann, der Enkel sagt, ich arbeite mit diesem Zeug, ich denke nicht dran. Ich verkaufe das, ich kriege 38 Millionen, dann geht mir das gut. Und dann heißt es, kommt der Satz, der mir den Grünkohl von der Konfirmation hochtreibt. Ich sage nichts, aber ich würge. Und der heißt, ich sage, was wollen Sie denn jetzt da machen? Ich werde Künstler. Aber wenn ich das höre, dann ist für mich schon vorbei. Gut, was haben wir hier noch? Bankenkrise, Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Staatskrise, Sozialkrise und Krieg. Das ist die normale. Der Ablauf, Vater zum Sohn, vor 35 Jahren habe ich 2 Mark von meiner Mutter erhalten. Aus dem Kaufhaus brachte ich zurück, was da steht. Zucker, Mehl, Brote, Kilo, Karotten, Diamantringe, Goldmünzen, Markenarmband, Uhren, Salamis, Räucherlack und 2 Whiskyflaschen. Der Sohn, Wahnsinn, Wahnsinn. Da kann man mal sehen, wie die Inflation arbeitet. Und da sagt er, naja, das stimmt schon, aber damals gab es auch noch keine Überwachungskameras. So, was haben wir sonst noch? Goldverbot, erst dann, wenn wir das alte Hoch erreichen. Das Hoch von Januar 1980 war nominell $852. Inflationsbereinigt nach Kaufkraft ist das heute $7.600. Du kriegst heute dasselbe für 7.600, was du damals für 852 gekriegt hattest.
Wenn es soweit ist, dann kann es sein, dass ein Goldverbot näher ranrückt. Bis jetzt bei diesen lächerlichen Preisen und bei diesem bisschen Silberquatsch, Silber war noch nie in der Geschichte illegal. Warum? Das ist viel zu wenig. Das ist ja Klimbim. Um da extra eine, ich weiß nicht, weltweit gibt es, glaube ich, 2 Milliarden Haushalte ungefähr. Um die 2 Milliarden Haushalte zu durchsuchen in allen Ländern, da brauchst du, weiß nicht, 2 Millionen Goldpolizisten. Die würden dann 200 Jahre suchen. Ja, vergiss es. Indien kriegen sie nie. Dort gibt es seit Jahrtausenden. Das wäre unmöglich. Das ist genauso, als wenn du dem Papst das Kreuz wegnimmst. Oder die Bibel. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Oder du zwingst den Papst, eine Prostituierte aus Westkenia zu heiraten. Und so, solches Zeug. Also vergesst das. Gut, sagen wir noch, das zeigt nur mit dem Durchschnitt dieser Jahre, wie viel um Gold gestiegen ist. Der Durchschnittssteigerung ist 17%, Jahr für Jahr für Jahr. Gucken wir mal beim Silber, dasselbe. Der Durchschnitt war ein bisschen mehr, fast 18% in den letzten Jahren. Das sind richtige Zahlen, hier stehen die ganzen Währungen oben. Mal mehr, mal weniger, aber im Durchschnitt, das ist ja 2008 war ein schlechtes Jahr. Nur England hat zugenommen. Aber es hat sofort wieder aufgekommen mit plus 49 im Jahr drauf. Also vergiss das, es ist jetzt aushalten, aushalten, aushalten. 17% und das wird jetzt gewaltig steigern, wegen der Zinseszinskurve. Was sagen wir sonst noch? 2012 habe ich noch aufgeschrieben, wie das bisher in all diesen Währungen gestiegen ist. Silber sehr viel, Durchschnitt ist vielleicht, weiß ich nicht, 20-25%. Und beim Gold ist es weniger. Da waren es, glaube ich, jetzt so 10-15%. Es wird immer wieder gedrückt. Macht nichts, kauft nach. Kein Problem. Was haben wir hier? Sind die Kriege, die Amerika geführt hat? Nach dem Zweiten Weltkrieg steht alles da. Frieden für Amerika bedeutet Rohstoffe, Transportrouten, Öl, Gas, Minen, Pipelines, Erze, Aufmüpfige nach Guantanamo, so wie ich, dann Bankeninteressen, Einführung, Finanzkontrolle, US-Konzern, Etablierung, totale Unterjochung, Sklavenstaatenschaffung, spottbillige Arbeitskräfte, Militärstützpunkte, Raketenabschussbasen. Das ist der Frieden, den Amerika bringt in all diesen Ländern. Was haben wir hier noch? Die Entstehung der Schweinegrippe, das kennt ihr ja alle schon, hat die ihren Ursprung genommen. Dann haben wir hier noch Reservewährung, Weltwährung. Amerika ist nicht das erste, es gab 5 davor. Portugal, Spanien, Niederlande, Holland, Frankreich und England. Hier stehen die Jahre, der Durchschnitt ist 93 Jahre. Amerika ist jetzt gleich bei 91 Jahren, schon ein bisschen veraltet. Nach der Statistik müsste Amerika spätestens in den nächsten 2 Jahren müsste der Dollar kaputt machen und abgelöst werden durch eine andere Weltwährung. So spricht die Statistik. Also das längste war, glaube ich, das britische Weltreich, hat 105 Jahre gehalten. Das kürzeste war die holländische Weltwährung, nur 80 Jahre. Alle diese Länder waren einmal das, was der Dollar heute ist, weltweit. Nochmal, für die, ich weiß, es geht jetzt sehr schnell, aber wir haben ja keine Zeit. In den paar Minuten, die ich hier habe, kann ich euch nur so ein bisschen was sagen. Gut, haben wir sonst noch was? Eine Lanze für Silber, das habe ich jetzt noch extra nochmal geschrieben, vor letzter Nacht und so. Man kann aus einem einzigen Gramm Silber ein Draht ziehen von 0,0002 Millimeter für über 1 Kilometer. Warte mal, 2 Kilometer ziehen, der elektrisch noch leitet. Und eine Folie herstellen, die diese Dicke hat, die kann man noch sehen. Das ist ein grünlich-bläulicher Glanz. Das ist so dünn, wenn du da alles einsammelst, hast du nicht mal eine Spur an deinen Händen. Also so ist das verformbar. Früher wurde es aus Silberminen geschürft, heute kommt nur noch 20% der Produktion aus Silberminen. 80% sind Nebenprodukte von anderen. Was haben wir hier? Kupfer, Blei, Zink, Goldförderung und Recycling zum Beispiel. Das so nebenbei. Das heißt, die Silberschwankungen werden sich immer an Grenzen halten, denn eine Kupfermine wird, wenn der Silberpreis durch die Decke geht, niemals die Produktion erhöhen, weil die stellen ja vor allem Kupfer her. Silber fällt nur nebenbei an. Umgekehrt, bricht der Silberpreis ein, wird die Kupfermine nicht einfach aufhören zu produzieren. Das ist denen egal, was Silber macht. Okay? Denn 80% der Weltproduktion kommt daher. So gesehen, auch wenn jetzt durch die große Krise die Industriemetalle runtergehen, damit geht auch diese 80% der Silberförderung mit runter. Das heißt, das Angebot von Silber wird viel weniger, automatisch. Wenn du weniger Kühe totschlägst, kriegst du weniger Hornmehl und weniger Kuhhäute, zum Beispiel, ob du willst oder nicht, zum Beispiel. So, was haben wir hier noch? Extrem eng, jetzt habe ich hier auf Silber, rede ich lange, das ist sehr volatil, viel volatiler als Gold zum Beispiel. Es gab noch nie ein Verbot, das wissen wir auch. Warte mal, ich bin jetzt schon beinahe fertig. Die Gründe für Anlegen in Silber stehen jetzt alle hier. Warum und wieso und weswegen, dann
All diese Geschichten wird Silber, permanente Silberdefizit seit 1990, Angebot kann nur durch die schrumpfenden Lagervorräte gedeckt werden. Was haben wir noch? Anwendungen im Bereich der Medizin nehmen rasend zu. Silber desinfiziert wie verrückt, alle Bakterien und Viren gehen kaputt. Eine einzige Leitung, eine Nullleitung von San Francisco nach New York, würde 3000 Tonnen Silber brauchen, ohne Widerstände. Im steigenden Energiepreisen gehen ja in den Leitungen 30% oder mehr verloren. Wenn du ein bisschen Silber reinmachst, geht es immer weiter runter. Wenn du ein bisschen mehr reinmachst, geht es auf Null. Zum Beispiel, naja, Brüssel schreibt vor, der Lötzinn darf nun nicht mehr als Blei gemacht werden, sondern nur noch als Silber. Wenn alle Investoren Silber als Metall, als physisch kaufen, nicht mehr am Terminmarkt, auf Papier. Papier ist immer richtig physisch, wäre es schon vorbei. Gut, was haben wir noch? Mit Silber, wenn du die alle Weltschulden durch Silber deckst, kommst du auf Bruchteile von einem winzigen Gramm. Und beim Gold ist immer pro Weltmensch, der lebt, von den 7 Milliarden, kommt immerhin ungefähr ein Drittel Unze auf jeden Menschen, der lebt. Also viel, viel mehr Gold da als Silber. Die Goldmenge ist um das 100-fache größer. Noch irgendwas? Raus aus Sachwerten, rein in Papier. Haben wir noch, Indien kommen pro Tag 20.000 Menschen netto dazu. Das ist eine Stadt wie Jena. Pro Tag, nur Indien alleine. Gut, jetzt, was soll man machen? Vorbereitungen, hier alles Mögliche. Naja, Doppelverstecke und das ganze übrige Zeug. Möglichst keine Barren, sondern Münzen wegen der Nummern. Ausblicke, was ist die Vorteile einer Wirtschaftskrise? Aufgezählt hier alle. Das ist also ganz, ganz witzig. Die Krise hat nicht nur Nachteile, im Gegenteil. Ich freue mich schon drauf. Da habe ich endlich mal Zeit. Und kann sagen, tut mir leid, ich kann nicht zum Vortrag kommen, weil es kein Benzin gibt oder kein Diesel. Wenn Deutschland kriegt 54% der Energie aus Russland. Wenn die Russen so machen, und es wird im Falle eines Globalkonfliktes passieren, dann geht Deutschland in die Jungsteinzeit innerhalb von wenigen Tagen. Gut, das haben wir noch. Wie vorbereiten, das Wichtigste. Keine Angst und nicht um weichen Angst haben. Wir haben keine Angst vor nichts, das ist das Erste. Keine Gewalt und keinen Hass, sonst gehen wir auf den ihr Niveau. Das kommt nicht in Frage. Warum und wieso im Einzelnen, was wir machen sollen, da haben wir jetzt keine Zeit. Hier steht alles da, was man tun soll. Vergessen Sie nicht die Plastikrollen, wenn Ihr Fenster kaputt geht im Winter. Es wird eingeschmissen, da hast du ein Riesenloch und draußen sind 20 Grad. Da musst du sofort eine Rolle haben aus durchsichtigem weichen Plastik. Machst du drauf, schießt das fest mit deinen Druckpistolen und ist sofort dicht und das Licht kommt rein und du bist in Ordnung. Das ist eins der Allerwichtigsten. Und das Allerwichtigste von allen sind Zigaretten, Zigaretten und nochmal Zigaretten. Es gibt weltweit 1,3 Millionen Milliarden Süchtige, mindestens, wenn nicht mehr. Manche Leute sprechen von 2 Milliarden. Bricht der Nikotinstrom ab, drehen die durch. Die rennen durch die Straßen mit zitternden Händen. Ich habe es erlebt, ich will euch das jetzt nicht immer vorführen, was ich als Kind erlebt habe. Dachte, Silber viel größere Chancen, habe ich schon drüber geredet. Hier sind alle möglichen Münzen aufgezählt. Was haben wir noch? Im Augenblick wird genauso viel Gold wie Silber gekauft. An Wert, das kann nicht mehr lange gehen, denn das Verhältnis ist 1:50. Das geht nicht mehr lang. Dann entweder geht Silber wahnsinnig rauf oder alle müssen ins teure Gold flüchten. Hier sind die wichtigsten Münzen, die es so gibt. Jede davon hat was ganz Besonderes. Krügerrand ist das häufigste, die Britannia ist die am höchsten denominierte, mit 100 Pfund drauf. Die anderen sind vor allem alle bekannt. Und die Kronen und die Frenelis, die zählen als antik. Ich bin gleich fertig. Ich bin schon auf 106. Es geht jetzt fürchterlich schnell. Also darüber können wir viele Stunden reden und so weiter, aber das ist jetzt egal. Wie viel soll ich reintun? Das hängt davon ab, wie viel Angst du hast. Also 5% ist das Allermindeste. Denn es wird sich ver20-fachen, dann stehst du auf deinem gleichen Niveau. 5 mal 20 ist 100. Dann bist du also wieder da, wo du jetzt bist und kannst deinen Lebensstandard halten. Besser 10 und manche haben 40%, allergrößte Bedenken. Ne? Es gibt auch welche, ganz schlimme, die machen 50 Tonnen. Ich kenne jemanden, der hat 18 Tonnen Silber gehortet. Jetzt haben wir noch was. Ende des Vortrags. Je größer die Krise, umso größer die Chance. Was haben die alle gesagt? Ach ja, das chinesische Wort für Krise besteht aus zwei Charakteren, Zeichen. Das eine heißt Gefahr und das andere heißt Chance. Ist das nicht gut? Die Chinesen waren nicht so ganz dumm. Ich könnte jetzt noch 1000 Sachen machen, wenn ich noch welche Gründe wüsste oder sowas. Jetzt letzte. Was ist klein, rot, grün, schwarz, qualmt und sitzt im Kopf eines Berliner ungewählten Brüsseler Politikers? Ein Gehirnfresser. Was macht er da? Er verhungert. Ja. Wenn ihr greift, könnt ihr das selber lesen.
meinte Bock und Stier von vorn, den Gaul von hinten und Politiker von allen Seiten, ist auch klar. Was haben wir hier noch? Wie lange redet er uns? Das wisst ihr schon. Worüber redet sie? Das sagt sie nicht. Das wisst ihr auch. War es, dass die Politiker auch 3 Psychiater nötig hätten? Würden die denen helfen? Höchst unwahrscheinlich, warte mal, dass diese ihnen helfen könnten. War es, dass die meisten hier nötig hätten? Ja, aber unwahrscheinlich, dass die ihnen wirklich helfen könnten. Wann kommt die große Wende? Es klapperte die Klapperschlang, bis das die Klapper schlapper klang. Das ist nur eine Frage der Zeit. Dann ist es passiert. So, zum Beispiel. Das haben wir hier noch. Deswegen gilt trotzdem noch, das fängt jetzt an, gleich zu summen, dieses Ding. Ihr seht schon, das ist immer, macht weiter, nicht Dauerrettung vom Verfallen, Gold und Silber sind alternativlos, das Lieblingswort heute, alternativlos. Abschlusstrost für die Gold- und Silberbugs, da habe ich eine Menge Sachen jetzt aufgeführt, wenn ihr die lest, dann fühlt ihr euch jetzt wirklich getröstet. Hier sind die Zahlen, die können wir jetzt leider nicht machen. Silber noch viel extremer, hier gibt es also fast gar nichts mehr pro Mensch. Ich habe das vorhin schon mal angedeutet, das sind Bruchteile von einem Gramm, was da kommt. Du hast aber 3 hübsche Kinder, die ist vielleicht wütend geworden, hat mich fürchterlich beschimpft, mit einer Bombe bedroht. Ich sah, es war ein unverzeihlicher Fehler, hier kannst du es sehen. Ich glaube, das war's dann. Vielen Dank, Herr Bock.